Das literarische Quartett kommt heute aus Bonn. Es nimmt teil, wie üblich, mein alter Kampfgefährte und Freund Helmut Karasek, der Spiegel, Hamburg, meine allerliebste Freundin Sigrid Löffler, Profil, Wien. Marcel Reich-Ranitzky von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ja, und unser Gast ist Annette Mayhöfer. Frau Mayhöfer ist promovierte Germanistin. Ihre Doktorarbeit war über das Drama, das deutsche Drama der Jahrhundertwende. Dann hat sie bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gearbeitet. Und nun ist sie seit 3 Jahren schon im Spiegel Literaturredakteurin und Autorin vieler Literaturkritiken. Tja, womit fangen wir an? Doch wohl mit dem Buch des Jahres. Denn es gibt seit vielen Jahren kein deutsches Buch, über das so viel, so erregt, so temperamentvoll diskutiert wurde und das so temperamentvoll vom Autor bei jeder Gelegenheit verteidigt wurde, wie die Erzählung Unkenrufe von Günter Grass. Die Erzählung eines großen deutschen Dichters. Das meine ich ernst und durchaus nicht ironisch. Also, was wäre zu dieser Erzählung zu sagen? Es ist nach einer langen Pause wieder eine Fiktionsarbeit von Grass, eine Erzählung, wie gesagt, und es ist eine Erzählung, die auf neue politische Entwicklungen in Europa sehr schnell und sehr aktuell reagiert, nämlich auf die Befreiung Osteuropas, auf die Auflösung der Blöcke. Und sie handelt von einer Liebesgeschichte zwischen einem westdeutschen Professor und einer polnischen Restauratorin. Die beiden lernen sich kennen in Danzig, es spielt in Danzig, dem alten Schauplatz von Günter Grass, und fassen dort eine Idee der Versöhnung. Sie sagen nämlich, sollten nicht wenigstens die Toten in ihre Heimat heimkehren können, nämlich die deutschen Toten nach Polen und die polnischen Toten aus Litauen, die polnischen Toten nach Litauen. Die erste Hälfte der Idee geht auf, die Deutschen können als Tote heimkehren, aber ach, daraus wird natürlich eine furchtbar geschäftstüchtige deutsche Angelegenheit. Die Friedhofgeschichte wird zu einem großen Geschäft mit Golfplätzen am Ende. Die beiden Alten, die sich lieben, verabschieden sich von der Idee und verunglücken am Ende der Erzählung, erzählungsgerecht nach dem Neapel-Spruch, Neapel sehen und sterben, bei einem Autounfall. Das Buch hat also ein großes Thema. Leider scheint es mir dieses Thema für eine schwache, vereinsmeiernde Geschichte preiszugeben. Das ist der Hauptvorwurf gegen das Buch. Und wenn Sie sagen, es ist über kein Buch so sehr diskutiert worden, so würde ich das ein bisschen abwandeln. Es hat ein Verlag noch nie über ein Buch nach dem Erscheinen eine so geschickte Kampagne mit so viel Geschrei entfachen können, wie der neue Grass-Verlag, nämlich der Steidl-Verlag mit diesem. Das sage ich auch ohne Ironie, mit allem Respekt. Aber ist das nicht ein bisschen hochgegriffen zu sagen, noch nie? Wir haben wirklich jedes Jahr, würde ich sagen, mindestens 1, 2 solche Verlagskampagnen, die mindestens so wirkungsvoll sind wie diese. Und wenn Sie brauchen, nur an die Alexandra Ripley denken, das war bei Gott auch ein Buch, das nur mit Hilfe dieser Verlagskampagne gemacht worden ist. Und die war bei weitem größer als das, was der kleine Steidl Verlag hier gemacht hat. Also der Steidl Verlag hat zuletzt ganzseitige Anzeigen, beispielsweise ohne Kommentar mit allen Kritiken veröffentlicht. Der Steidl Verlag hat vorher sehr geschickt schon damit spekuliert, ob das Buch nun an Rezensenten gehen kann oder nicht an Rezensenten. Es gab Grasswörter davon, dass er es diesmal direkt ans Publikum, er ist vorgezogen worden vom Herbst in den Sommer und so weiter und so fort. Herr Karasek, Sie haben mit allem Recht. Nur,
erscheint mir alles nicht richtig. Wäre nämlich diese Kampagne des Steidendl Verlags ausgeblieben, wäre dieses ganze Drum und Rum nicht da gewesen, hätte man sich mit dem Buch auch beschäftigt. Ja. Und zwar stark, aus einem ganz einfachen Grund. Das ist nicht mehr so ein Buch wie Zunge zeigen oder Kopfgeburten, ein deutliches Nebenwerk, sondern ein Buch, an dem der Gras offensichtlich lange und intensiv gearbeitet hat. Und wenn ein Autor vom der Dimension von Günter Grass, von diesem Rang, ein größeres Buch publiziert, wird man sich damit beschäftigen, das ist in Ordnung. Und wenn etwas passiert, was eigentlich bei uns nicht üblich ist, dass der Autor ein Interview im Fernsehen, in Illustrierten, in Tageszeitungen nach dem anderen gibt und das Buch verteidigt. Ein Umstand, der bedauerlich ist, weil er den Eindruck erweckt, dass der Autor an sein Buch nicht glaubt. Der Autor, der an sein Buch glaubt, weiß, es wird allein durchkommen, so oder so. Der Autor, der selber nun redet und erzählt, wie schön, wie wunderbar er es gemeint hat, wie alles ironisch gemeint sei, als sei es unmöglich zu merken, was er wollte. Ein solcher Autor ist doch wohl in einer ziemlich ernsten und tiefen Krise. Ja, aber Herr Reichernitzky, muss man denn nicht sagen, dass das nur die eine Seite der Medaille ist? In der Tat ist der Günter Grass in einer Weise für dieses Werk, das ich ihn auch eigentlich für ein Nebenwerk halte, wenn auch er möglicherweise es selber nicht so sieht, für dieses kleine und nicht sonderlich bedeutende Werk in einer Weise geprügelt worden, dass man denkt, es sei sein Hauptövre und es müsste nun der Autor von seinem Sockel heruntergestoßen werden, sein ganzes Lebenswerk müsste im Nachhinein revidiert werden. Dass er angesichts einer solchen Behandlung dann auch sich vielleicht genötigt sieht, sich in eigener Sache zu verteidigen, was nicht das Eleganteste ist, kann ich aber einsehen. Ja, aber lieber, bevor Frau Mayhöfer hierzu etwas sagt, stimmt nicht ganz, was Sie gesagt haben. Es hat der Spiegel zwei Kritiken über das Buch gebracht. Eine von Polen Andrzej Szczypiorski, die sehr positiv war. Es hat die FAZ das Buch scharf verrissen, die Zeit das Buch nachdrücklich gelobt. Also es ist nicht so, dass es so einseitig ist. Ich muss mich ganz kurz einmischen, auch in einem Clan. Der Steidl hat in einer Hamburger Veranstaltung zwei sehr widersprüchliche Sätze gesagt. Er hat erstens mal gesagt, 98% der Kritiken sind positiv. Erster Satz. Zweiter Satz, das Buch fällt einer Literaturmafia zum Opfer. Nein. Einer der beiden Sätze, die Literaturmafia sind übrigens wir beiden, wir wollen das ruhig zu erkennen geben. Also wir wollen hier nicht über die Verlautbarung von Herrn Steidl. Nein, ich sage nur mit dieser Umschwörung, es gibt also wirklich sehr viel positive Kritiken für das Buch und sehr viel negative. Selbstverständlich. Also es ist gar nicht so einseitig behandelt worden. Dennoch wusste der Gras, was er tut, wenn er so verteidigt hat. Wie sehen wir? Ja, ich sehe das ähnlich, wobei ich denke, ich traue mich ja schon fast gar nicht mehr, was dazu zu sagen. Ich bin ja dann sofort Ihr Sekundant oder sowas in dem Falle. Aber ich denke, es war der Gras, der es ja auch sofort ins Spiel gebracht hat, dass er nicht als Literat angegriffen ist, sondern als Politiker angegriffen ist. Und er hat es nicht nur durch seine Reden ins Spiel gebracht, er bringt es auch in dem Buch selber thematisiert, ist er es ja. Weil in dem Buch ist es ja so geschrieben, dass ihm die Politik immer wieder in die Quere kommt, dass die Vereinigung immer eine Rolle spielt, sogar in dem fleischlichen Akt ist dann davon die Rede. Ja. Nun, ich glaube, zunächst hat der Graf eine sehr wichtige Sache gesagt. Falsch, aber wichtig. Er sagt, die Kritiken seien an dem Buch vorbei, auf ihn hin gezielt. Das ist überhaupt nicht wahr. Alle Kritiker, die intelligenter oder weniger intelligent geschrieben haben, haben sich mit dem Buch beschäftigt und haben nicht neben dem Buch auf den Gras gezielt. Dass immer nicht nur ein Buch allein gemeint ist, sondern das Buch als Symptom, als Signal und Symptom eines Lebenswerks verstanden wird, das ist das Übliche, da kann sich Gras nicht beschweren. Was mir hier aber besonders auffällt, ist, dass ein Autor ja verschiedene Möglichkeiten hat, auf die Kritik zu reagieren. Ich habe gestern in einem Interview eine Viertelstunde lang eine Verteidigungsrede von Grass gehört. Er hat unser Quartett bei der Gelegenheit sehr scharf attackiert. Er hat mich persönlich lange attackiert. Das ist sein gutes Recht. Wir leben in einem freien Land und man darf das literarische Quartett attackieren und als eine überflüssige Veranstaltung denunzieren. Das stört uns gar nicht. Nur
Ist der Autor gut beraten, der sowas tut? Karl Zuckmayer hat mal was ganz Schönes gesagt. Er hat mal gefragt worden, wie er sich zu Verrissen seiner Bücher verhält. Er hat gesagt, ja, natürlich lese ich das, natürlich ärgere ich mich wahnsinnig über die Verrisse, möchte den Menschen töten, der das geschrieben hat, aber dann tue ich nur eins. Ich schwöre, ich schreibe ein nächstes Buch, das so gut sein wird, dass der Kerl, der mich kritisiert hat, erröten wird vor Schande. Darf ich auch sagen, so ähnlich hat es der Günter Grass übrigens auch gesagt. Ja, aber man muss zu Günter Grass sagen, weil Sie, Frau Löffler, gesagt haben, so ein kleines Werk ist so heftig angegriffen worden. Erstens muss man dazu sagen, Grass hält es für sein wichtigstes Werk der letzten Jahre. Er hält es nicht für ein Nebenwerk. Gut, da können wir verschiedener Meinung sein, die Kritiker mit ihm. Nur, es zeugt von Respekt, wenn man bei den letzten Erzählungen und Romanen von Günter Grass so entsetzt ist, weil man einen Autor vor Augen hat, der ohne Zweifel den größten und wichtigsten Roman der Nachkriegszeit, die wichtigste Novelle der Nachkriegszeit und eine der glänzendsten Erzählungen der Nachkriegszeit noch geschrieben hat. Ein solcher Autor muss einem doch verblüffen dürfen, wenn man auf einmal sagt, neben der Blechtrommel, neben Katz und Maus, neben Telchte, nun dieses Buch, Unkenrufe, das ist doch ein Unterschied, auf dem kann man Klavier spielen. Ja, aber Frage. Nach der Rettin hat es ja nicht bitte. Mehr so sehr verblüfft. Nein, nach der Rettin nicht, aber immerhin. Frage, warum ist denn dieses Buch so missraten? Wir haben vorher gesagt, Zeitgeschichte, da ist drin, was sich in Osteuropa in den letzten Jahren abgespielt hat. Es ist nicht drin. Meiner Ansicht nach ist es überhaupt nicht drin. Alles kommt vor, aber es wird immer nur erwähnt. Es sind einzelne Stellen, einzelne Mitteilungen. Gezeigt wird nicht, was sich dort abgespielt hat. Damit kann Grass nicht viel bei uns gewinnen. Nun aber das Entscheidende. Ich glaube, Grass hat etwas Ungewöhnliches mit seinem Lebenswerk geleistet. Er hat aus dem Infantilismus eine unerhört wichtige literarische Kategorie geschaffen. Er hat das Dritte Reich aus der Sicht des Zwergs, des Oskar Mazerat, der völlig amoralisch die Welt sieht, der keine moralischen Skrupel kennt, hat er etwas sehr Wichtiges damit getan. Er hat dann Katz und Maus, ein Buch über pubertierende Knaben und Mädchen geschrieben, über halbwüchsige, hochbedeutende Erzählung. Er hat wunderbare Gedichte geschrieben. Ich schätze und bewundere nach wie vor den Lyriker Grass, und zwar alle drei Sammlungen, also Vorzüge der Windhühner, Gleisdreieck und Ausgefragt. Aber er ist von diesem Infantilismus nicht losgekommen. Bleiben wir bei dem Buch Unkenrufe. Nach meinem Gefühl, so sehe ich es, sind die beiden Helden, der deutsche Professor aus Bochum und die Dame da, die Alexandra aus Danzig, beide etwas infantile Geschöpfe. Das sind keine erwachsenen, vernünftigen Menschen. Und die Idee mit diesem Friedhof ist ja eine ganz große Kinderei letztlich. Kindisch ist dieser Rikscha-Fahrer aus Bengalien, der da vorkommt. Das sind alles unreife Menschen. Also und ich habe da ein anderes Wort. Das Kindische, weil es ist leider nicht infantil wie in der Blechtrommel und nicht so moralfrei, sondern für mich hat es eher die Kindischkeit von vereinsmeiernden Leuten. Es sind flache Figuren, die im Verein dann sagen, so haben wir uns das nicht gewünscht und zur Tagesordnung, wir haben uns nicht zum Präsidenten. Und so kommt auch die Politik vor. Frau Mayhöfer hat ja vor sehr schön diese Stelle entdeckt, das erwähnt. Zwei Leute liegen im Bett und sagen, wenn die in Leipzig schreien, wir sind ein Volk, wie können wir dann noch sagen, wir sind ein Fleisch? Eine Stelle von entsetzlicher Peinlichkeit. Ja. Gut, das will ich ja gar nicht verteidigen, aber ich möchte doch einen anderen Gedanken reinbringen. Es ist mir doch wirklich aufgefallen, die Ähnlichkeit zwischen der Anlage dieses Grass-Buches und dem Walser-Roman Die Verteidigung der Kindheit vor einem halben Jahr. Die fand er ja auch nicht gut. Das mag schon sein, aber erstens fand ich's gut. Ich und auch. Zweitens
meine ich, dass die beiden Bücher mehr miteinander gemein haben, als zunächst mal ins Auge springt. Nein. Erstens haben sie beide das gleiche Thema, nämlich der Walser, eine Versöhnung oder ein Übergreifen zwischen den beiden deutschen Staaten in der Konstellation der Mutter-Sohn-Beziehung. Oder sagen wir mal so, eine private Beziehung, eine private Liebesbeziehung versucht, die politische Trennung zu überwinden. Das ist das Thema beim Walser und das gleiche Thema hat der Grass auch in der Frage polnisch-deutsche Versöhnung über die private Schiene mit Hilfe einer privaten Liebesgeschichte. Frage. Noch eins kommt hinzu, der Martin Walser sagte, dass ihm diese Geschichte als Material zugekommen ist, dass ihm zugeschickt wurde, dass er ein vorgefundenes Material verwendet und der Günter Grass verwendet es allerdings fiktiv auch als Rahmengeschichte, dass er sagt, es ist ihm dieses Material zugekommen und er ist nur der Referent und Erzähler. Aber so ein Material kommt einem niemand zu. So ein Material kann man leider nur erfinden. Ich will es nicht verteidigen, also aber ich meine, dass das Thema für einen Schriftsteller absolut legitim ist, zu sagen, dass man die versucht, die politischen Veränderungen in die private Ebene reinzunehmen und hier zu spiegeln. Dass es missglücken kann, wie in den von Ihnen gebrachten Zitat, will ich nicht leugnen. Aber dass die Methode legitim ist, das würde ich doch habe mal nichts gegen, meinen. Ich habe, es gibt keine Methode, die in der Literatur nicht legitim wäre, wenn sie glückt. Ja. Und es gibt keine Methode, die zu rechtfertigen ist, wenn sie ein so schwaches Buch hervorbringt. Ja. Es kommt noch eins. Das ist schon richtig. Es kommt nur noch eins hinzu, weil Sie sagen infantil. Der Held des Martin Walser, wie schon der Titel sagt, ist ein absolut infantiler Mensch. Und da haben wir es ihm nicht zum Vorwurf gemacht. Herr Reich-Ranicki hat die Infantilität bei Grass als große Qualität gelobt. Das ist die Erfindung der Blechtrommel ist ihre amoralische Infantilität. Der Roman ist ja merkwürdigerweise im zweiten Teil, wo er die politische Wirklichkeit Westdeutschland spiegeln will in der Blechtrommel, ist viel ihm schwächer. Das auch schon viel schwächer gelungen als im ersten Danzig-Teil. Also offensichtlich funktioniert dieses Instrument für die Gegenwart nicht so gut. Ja, ich verstehe die Logik nicht. Sie sagen, infantil mag es ja sein, alles bei Grass, aber es war schon bei Walser infantil. Stimmt, na und? Bei Walser war es schlecht und bei Grass auf andere Weise. Bei Walser war es nicht schlecht. Das hilft gar nicht weiter. Sehen Sie, ich werde warum von einer Sache... Warum darf man keinen unreifen Helden haben? Alles darf man. Einen Idioten in den Mittelpunkt eines Romans, aber sehr schwer zu machen, einen Dummkopf in den Mittelpunkt eines intelligenten Romans stellen, darf man auch, wenn man es kann. Hat ja Karasek sehr richtig gesagt. Aber wenn man einen Professor als solchen Dummkopf darstellt, wie in diesem Buch, das ist auch sehr schwer. Ja, aber mich interessieren auch im Professor Unrat kam ein etwas dümmlicher Professor vor. Ach, eine tragische, liebende Figur. Lieber lassen wir mal Heinrich Mann, Professor Unrat. Nein, ich meine nur, dass die satirische und... Ich glaube, das Problem ist ja auch nicht, ob Dummkopf oder nicht, darüber könnten wir natürlich auch streiten, aber diese Figuren sind einfach völlig leblos. Es sind reine Karikaturen und ich finde, damit kommt eben auch das Problem rein, was will uns Grass damit eigentlich vorführen? Wo ist der Gewinn an Witz daraus? Ja, Sie haben vollkommen recht. Die Figuren sind leblos, sie sind aus Papier. Aber ganz unabhängig davon haben sie alle noch einen Fehler. Und ein Fehler, der charakteristisch ist für einen großen Teil der deutschen Literatur der letzten 20, 30 Jahre. Sie sind blöde. Ich sehne mich nach intelligenten Figuren im Mittelpunkt von Romanen und finde sie gelegentlich in angelsächsischen Romanen. Und in deutschen Romanen, naja, als Max Frisch seine Bücher schrieb, da waren ja nicht Idioten im Mittelpunkt. Ich weiß nicht recht, warum Grass das so machen will. Aber Grass führt doch diese Figuren vor. Er führt sie vor, er zeigt sie ja vor. Er macht sich ja auf eine liebevolle Art auch über sie lustig. Sie sind ja zum Teil spöttisch gezeigt, jedenfalls der Professor ist. Er hat eine seltsame Sehnsucht nach Idealisierung der Figuren. Er sagt, und da über diese Ironie müsste man sich unterhalten, sagt, die beiden sind schon verwitwet. Wie gut, wie ungern würde ich über ein Paar schreiben, das Ehebruch begehen würde. Und warum höre ich jetzt nicht auf, diesen Quatsch weiter zu erzählen? Man möchte ihm wirklich sagen, warum nicht? Ja, warum nicht? Es ist ein großes Rätsel. Hier ist eine Frage zu beantworten. Mir scheint sie die zentrale zu sein. Grass war und ist ein großer Dichter. Einer, der 3, 4 solche Bücher geschrieben hat wie er, ist ein bedeutender
Autor, was immer er weiterschreibt. Warum hat er so unendlich große Schwierigkeiten? Er hat doch offensichtlich kein Thema, kein Stoff. Die ganze Geschichte mit dem Friedhof ist an den Haaren herbeigezogen. Es hat sich nicht gelohnt, eine solche Sache herbeizuziehen an den Haaren, wenn er uns absolut nichts zu sagen hat. Wenn er eine flache Mitteilung aneinanderreiht an die andere. Es ist alles missraten. Ich glaube, Grass wird sich aus dieser Krise, in der er unzweifelhaft ist, er wird sich da erholen. Wir müssen Geduld haben. Wie lange, weiß ich nicht, wir sind ja alle keine Propheten. Aber wir sollten eins nicht vergessen, dass hier eine sprachliche Kraft ist, die irgendwie nicht brach liegen darf. Man sieht ja in diesem Buch noch manch eine wunderbare Formulierung. Nur die Formulierungskunst ist da. Aber man sieht auch manch furchtbar gedrechselte Formulierung, wo die Sprache, also schon das mit dem Rasierwasser und dem... Furchtbar. Das und noch was Schlimmeres. Oder die Erotik. Er macht ja eine unerträgliche Geschichte, die charakteristisch ist. Die Polin, die Alexandra, kann nicht gut Deutsch sprechen. Spricht ein fehlerhaftes, primitives Deutsch, klar. So ein Deutsch wie die Alexandra hat in der Geschichte der Menschheit noch nie eine Polin gesprochen. Die Polen machen ganz bestimmte Sprachfehler, Satzfehler, aber dieses kindische Deutsch, das immer falsch ist, und das, darin besteht, dass oft der Artikel weggelassen wird, ist sprachlich eine ganz schlechte Konstruktion. Ja, es wurde mit Recht in den Kritiken mit Operetten-Sprache verglichen. Ja, ich glaube, Schirrmacher hat das in den 40er Jahren Operetten sprechen Ungarn so. Ja, so. Habe ich Paprika genommen. Ja, Kallmann-Operetten und in der hat ihr Zeug. Nein. Das geht nicht. Ich glaube, das ist alles missraten. Aber Grass sollte ja nicht so verzweifelt sein. Ihm lag ja so daran, dass das Buch gut verkauft wird. Das wird, glaube ich, sehr gut verkauft. Aber dass es gelobt wird von außen mehr als von innen, ist natürlich bezeichnend. Seine Übersetzer haben ja darüber geredet, wie schön das Buch sei. Der Pole Stypiorski hat eine rühmende Kritik geschrieben. Aber ich weiß nicht, was für einen Sinn es hat, dass der Spiegel solche Kritiken publiziert, wenn Herr Stypiorski erzählt, ich bin ein polnischer Schriftsteller, ich kann nicht über einen deutschen Autor etwas Ungünstiges sagen. Ich kann nicht über deutsche Kollegen ungünstig schreiben. Also wenn der Spiegel künftig Hymnen über deutsche Autoren bieten will, dann immer bitte bei Stypiorski bestellen, jetzt dazu offenbar bereit. Ich finde das... Und Verrisse immer bei Ihnen. Nein. Vor allem, weil der Verriss dreimal so lang ist wie das... Herr Karasek, das Buch von Grass ist der erste Verriss, den ich seit mehreren Jahren geschrieben habe. Ich schreibe so gut wie überhaupt keine Verrisse. Nur bei einem Autor von diesem Rang würde Schweigen kneifen bedeuten. Da habe ich für meine Pflicht doch gehalten, zu sagen, was ich von dem Buch halte. Nur man muss zu Grass, Entschuldigung, noch eins anführen, dass er jetzt eine politische Verschwörung am Werk sieht. Es kein Mensch der Welt will, hat es gern, wenn er, sagen wir mal, aus einem Betrieb rausfliegt, wenn er seine Frau verliert, dass er sagt, ich war hässlich zu ihr. Er wird sagen, es hat politische Gründe, wir haben verschiedene politische Meinungen. Und das ist sein gutes Recht, das zu sagen. Ja. Ich würde aber nur sagen, man soll es nicht so schrecklich ernst nehmen, denn was Grass politisch vertritt, ist ja so entsetzlich radikal nicht, dass da alle Welt immer steht und sagt, was hat er wieder Ungewöhnliches gesagt? Jetzt beim PEN-Club hat er die Kurden verteidigt in der Türkei. Ein sehr rühmenswertes Unternehmen und niemand wird deshalb eine Prosa-Novelle von oder eine Erzählung von ihm schlechter oder besser finden. Naja, aber Grass sollte auch verstehen, dass er mit diesen Beschimpfungen der ganzen Kritik, der einzelnen Kritiker und verschiedener Institutionen unseres literarischen Lebens, kann er tun, was er will. Er hat das Recht, das alles täglich zu wiederholen. Nur, sein Buch wird dadurch nicht anders. Sein Buch bleibt, was es war. Und ich glaube nicht, dass wir über dieses Buch in Zukunft noch werden diskutieren müssen. Aber jetzt ist Zeit, zu anderen Themen überzugehen. Da gibt es neuerdings eine junge, ganz neue Autorin. Eine junge deutsche Autorin, das heißt nicht wie in früheren Zeiten, 20, 25, die ist schon 36 Jahre alt, aber das ist ja heute so üblich, man debütiert in einem anderen Alter als früher. Wir werden darauf zurückkommen. Ich meine Ingeborg Harms. Ja. Und sie lehrt in Boston, ergänzt sich noch, weil das auch eine Menge mit ihrem Buch zu tun hat. Es heißt Hard Drive. Es spielt in
einer mittlerweile doch etwas altertümlich sogenannten der neuen Welt. Gemeint ist die neue Welt der Medien, der Computer. Und es ist ein für mich ganz erstaunliches Debüt. Das liegt einmal daran, dass sie dieses Thema, über das ja sonst eigentlich immer nur lamentiert wird, dass sie dies in einer hochamüsanten Weise aufgreift, dass sie eine Liebesgeschichte in der ersten Titelgeschichte erzählt, die mit einer realen Person zu tun hat, aber auch sehr viel mit einem Computer zu tun hat, dass sie dies vor allem zum Anlass nimmt, über die Sprache nachzudenken, dies umzusetzen, den Veränderungen nachspürt in ihrer eigenen Sprache, die die Computersprache hat. Es gibt wunderbare Metaphern in diesem Buch, die einfach auch aus einer Mischung entstehen zwischen ihrer alten Sprache, was sie den Dialekt nennt, und dem Umgang mit der Maschine, der Verdichtung. Und es ist darüber hinaus, dieses Buch, auch in den anderen Geschichten, eine wunderbare Satire auf den Kulturbetrieb. Naja, man sollte vielleicht hinzusetzen, dass es drei Geschichten sind, Frau Mayhöfer. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, die erste Geschichte, die nun tatsächlich eine Computerliebesgeschichte ist, finde ich auch die gelungenste. Mhm. Die anderen Geschichten würde ich eigentlich nicht mehr zu den Computergeschichten rechnen. Also das ist eine Theatersatire. Medien. Theater, Medien, Golfkrieg-Geschichte, die ist wohl etwas konstruiert. Kulturbetrieb. Und die dritte ist eine bildende Kunst, Kommerz. Über einen Künstler. Der Geschichte, mal in war und out ist und die Geliebte beim Out wieder. Aber die erste Geschichte, die wirklich in der Tat eine Mediengeschichte, eine Computergeschichte ist, und da finde ich, also da würde ich Ihnen vollkommen recht geben. Das Spannende daran ist doch tatsächlich, dass endlich hier mal versucht wird, aus der Computerwelt auch die Metaphorik zu nehmen und die Sprache in dieser Weise zu modernisieren und auch die Metaphern, die Gleichnisse zu modernisieren und nicht immer zurückzugreifen auf die Vorindustrie, industrielle Welt mit den altmodischen Metaphern zu arbeiten, sondern wirklich mal diese Welt, die doch wirklich auch unser aller täglicher Umgang ist, auch in die Sprache, in die literarische Sprache einzuführen. Und ich denke, das ist die Leistung der Frau Hams. Ja, wunderbar, weil es eine ganz altmodische Liebesgeschichte in Wahrheit ist, eine Dreiecksgeschichte. Und dieser Computer-Oberaufseher, in den sie sich verliebt hat, der am Schluss an ihr vorbeifährt mit dem Fahrrad, der sich immer in ihre Geschichten reinmischt als Autorität, die korrigiert. Ich beherrsche diese Sprache leider nicht, aber sie ist wunderbar umgesetzt. Aber Frau Löffler, ich möchte die zweite Geschichte sehr entschieden verteidigen. Das ist die Theatergeschichte. Das ist die Theatergeschichte, weil sie eine politische Geschichte ist und sehr gewitzt ist. Sie zeigt nämlich, wie der Golfkrieg sozusagen gleich als Theaterware, als Fernsehinformation von den Leuten verarbeitet und wie das sich in den Alltag eingemischt hat. Es ist auch eine schöne Geschichte, wie die Medien in unser Bewusstsein reinwirken. Du sagst, gehst jetzt von Bildschirm raus, wir haben jetzt gerade eine Übertragung von einem wunderbaren Raketenstart in und so weiter. Also mein Einwand war nur, dass es ein totales Konstrukt ist, das mich als solches nicht überzeugt. Und zwar aus dem Grunde. Gezeigt werden soll doch augenscheinlich, dass die Theaterintendanten unter dem Eindruck des Golfkriegs und der Debatte, die daraus entstanden ist, sofort aktuell politisch reagieren wollten. Haben sie damals ungeheuer gemacht. Haben sie gemacht, wir wissen das. Ja. Aber das Stück, das aufgeführt wird, ist der Reigen von Schnitzler. Und da, finde ich, ist also eigentlich ein satirisches Moment verschenkt. Da hätte sehr wohl gesucht werden müssen nach ganz anderen Texten. Und ich weiß, wie die Intendanten damals nach Texten gesucht haben, um den Golfkrieg gleich aktuell zu beantworten. Ich fand das ganz schön absurd, wie sie da mit dem Reigen arbeitet. Und zwar deshalb, weil dann wollen Schauspieler unter dieser Situation nicht mehr auftreten. Dann müssen zwei umbesetzt werden, zwei Schauspielerinnen, weil man unter diesen Verhältnissen kann man das so nicht spielen. Das fand ich also ganz lustig. Natürlich, ich gebe Ihnen gern zu, die erste Geschichte hat eine viel frappierendere Geschlossenheit. Die ist wirklich. Ja, Herr Karasek, eine Frage. Sie haben recht, die erste Geschichte ist doch wohl die beste, die stärkste. Die anderen sind auch durchaus beachtlich. Sie sagen, das ist so eine ganz altmodische Dreieckgeschichte. Das ist für mich neu, dass Dreiecksbeziehungen etwas Altmodisches sein. Sie sind so alt wie die Literatur. Ja, aber das menschliche Leben geht weiter und es gibt immer noch Dreiecksbeziehungen. Ja, die Gefühle sind altmodisch, aber die technischen Umstände oder die technische Draperie ist avanciert. Also es ist keine altmodische Geschichte, sondern
eine absolut aktuelle. A liebt B, aber B hat ein Verhältnis mit C, ist eine ganz aktuelle Geschichte. Es ist eine Bibliotheksflirtgeschichte, eine Bibliotheksliebesgeschichte, wie sie im universitären Milieu ewig vorgekommen ist. Früher hat man halt aus den Büchern heraus miteinander geflirtet und jetzt mit Hilfe des Computers. Es wird auch penetriert mit Hilfe des Computers. Ja, das ist eine Sache interessant. Wir können uns doch überlegen, dass immer wieder die Literatur, und das spricht natürlich für und nicht gegen die Literatur, bestimmte technische Bereiche, die im ersten Augenblick mit der Literatur gar nichts zu tun haben, sich doch erobert. Also wenn ich mir vorstelle, wer hat sich mit einem Grammophon in der Literatur beschäftigt? Niemand. Und da kam Thomas Mann auf die Idee, ein ganzes Kapitel Fülle des Wohllauts im Zauberberg, diese Grammophontechnik mit hineinzunehmen in die epische Handlung. Oder Max Frisch, die Flugzeugwelt, vielen Flughäfen, wie sich das alles abspielt, ist alles im Homo Faber ja drin. Das war völlig neu. Das ist hier neu, was diese Autorin tut. Und ich glaube, sie tut es vor allem sprachlich interessant. Das nicht Altmodische, sondern das Übliche, dass die Menschen lieben und leiden. Das ist das Thema der Literatur, das wahr ist und wird es im nächsten Jahrtausend wahrscheinlich auch sein, dass dieses Thema doch ganz anders mit Hilfe dieser Mittel, dieser ganzen Computerwelt behandelt wird. Aber ich habe hier Kummer mit der Autorin Ingeborg Harms heißt sie. Ich habe großen Kummer mit der Autorin. Das will ich mal sagen. Ich bin völlig einverstanden mit der Beurteilung. Interessantes Buch, ein Buch, das die Begabung dieser Autorin klar legitimiert. Ich habe Kummer mit ihr, ich habe sie nie im Leben gesehen, nie mit ihr telefoniert oder korrespondiert. Die Autorin ist 36 Jahre alt. Früher haben Autoren begonnen. Thomas Mann, Heinrich Mann, Hermann Hesse, Robert Musil, Arthur Schnitzler, so also alle zwischen 20 und 25. Dann haben Fontane aber nicht. Ja, halt, nur ist der eine Fall Fontane, das stimmt ja nicht. Er hat mit 25 zu schreiben begonnen. Er hat nur Romane relativ spät geschrieben. Aber er hat davor eine Menge Bücher und auch erzählende Bücher, Reisebücher und dergleichen publiziert. Alle diese Autoren, ich kann 20 andere Beispiele nennen, haben ganz früh, zwischen 20 und 25 zu schreiben begonnen. Dann haben sie, um Gottes Willen, man wird immer missverstanden, nicht alljährlich ein neues Buch produziert. Haben sie nicht, Gott sei Dank nicht. Aber sie waren präsent. Sie haben unentwegt Gedichte, Novellen, Kritiken, Essays publiziert in Zeitungen, in Zeitschriften, hier und da. Sie waren vorhanden. Bei uns gibt es junge Autoren, erstens debütieren sie, als sie längst über 30 waren. Aber das ist doch der Grund, der Vorwurf. Der Vorwurf heißt doch, wenn man älter als 24 ist, sagt man, schämst du dich nicht, in deinem Alter war Büchner schon tot. Nein. Ich meine, das heißt doch das. Ich sage nicht, schämst du dich, sie wissen nicht, worauf ich hinaus will. Sie polemisieren gegen etwas, was ich noch gar nicht gesagt habe. Unsere Autoren debütieren im Alter zwischen 32 und 38. Und manche kommen mit einem ersten sehr beachtlichen Buch und verschwinden. Wo ist eigentlich Herr Ransmeier hin? Neulich, nach Jahren, hat man seinen Namen wieder gelesen. Er hat, sehr zu Recht, einen Preis erhalten. Da ging sein Name wieder. Er arbeitet an seinem nächsten Buch. Aber inzwischen kommt nichts aus seiner Feder. Nicht mal ein Artikelchen, eine kleine Arbeit, irgendwas. Es gibt andere Autoren, die sehr gut angefangen haben. Und ich werde aus Gründen, die gleich verständlich sein werden, nicht die Namen nennen. Und die verschwunden sind aus unserem literarischen Leben. Und ich frage, warum? Und dann sagt man mir, ja, der lässt sich hängen. Und ich frage, warum lässt er sich denn hängen? Ja, Drogen. In anderen Fall höre ich, ja, Alkohol. Es ist ein Debüt nach dem anderen und es kommt dann nicht. Zurück zu Ingeborg. Darf ich zur Frau Harms was eine Bemerkung machen? Nein, jetzt lassen Sie mich das am Fall Harms erklären. Diese Frau ist 36 Jahre alt. Die Hälfte ihres Lebens ist vorbei. Die Hälfte. Und sie kommt mit einem ersten kleinen Büchlein weit weniger 100 Seiten nicht ganz und sehr locker gedruckt. Diese Frau hat doch wahrscheinlich, ich bin sicher, wahnsinnig viel schon erlebt. Sie war verliebt, sie hat Männer betrogen, Männer haben sie betrogen, sie hat Enttäuschungen erlebt, sie hat einen Ehrgeiz gehabt, manches ist ihrem Leben gelungen, manches nicht. Jetzt fängt sie an zu schreiben, sehr spät, schadet nicht. Nur, was kommt weiter?
Und ich sage das etwas warnend und drohend, denn ich weiß, dass das, was weiterkommen wird bei der Ingeborg Harms, abhängt von einer einzigen Sache. Nicht von ihrer Begabung, denn die ist da, die ist eindeutig da. Hängt von etwas ab, wofür ich einfach das Wort benutze, Energie. Ob sie wirklich Energie haben wird zu arbeiten. Früher hat man das anders, altmodisch, ihr Lieblingswort, altmodisch genannt, Fleiß. Unsere Autoren, denen fehlt es eigentlich an Energie. Also darf ich wieder ein paar Naturgesetze außer Kraft setzen, die Sie eben aufgestellt haben. Die Autoren sind heute deshalb älter, weil die Bildungswege länger dauern. Dies ist eine typische Universitätserzählung, die erste. Sie arbeitet auch an einer Universität. Und früher war man mit 18 fertig, heute braucht man für eine Computerlaufbahn sehr viel länger. Das will ich aber damit noch nicht sagen. Ich würde sagen, was würde man anfangen, wenn man sagen würde, Herr Salinger hat einen der wichtigsten Romane unseres Jahrhunderts geschrieben. Ja. Einen einzigen, danach ist nichts mehr gekommen. Bedauerlich. Gut, es fehlt ihm Fleiß oder was auch immer. Vielleicht war das das eine Buch, das er zu schreiben hatte. Ich meine, wir gehen ja mit manchen Autoren, die sehr fleißig sind. Ich möchte den Namen Gracia nicht wieder erwähnen. Mit denen gehen wir ja dann auch nicht sehr pfleglich um. Vielleicht wäre da ein bisschen Faulheit angebrachter, oder? Also ich denke, Herr Reichernitzki, Sie haben sich da wirklich auch selber widersprochen. Fleiß ist nun wirklich nicht die vorrangige Kategorie von Autoren. Die Qualität ist die vorrangige Kategorie, würde ich sagen. Qualität ist und ohne wenn Fleiß die Nein. Wenn die Qualität notwendig macht, dass einer 3 oder 4 Jahre in einem Buch sitzt und das Buch löst es dann tatsächlich ein, ist mir das wirklich 1000-mal lieber als einer, der wirklich zu jeder Buchmesse mit einem Büchel da ist. Aber das ist doch eine Banalität und Trivialität. Ich will doch nicht den Autor, der jedes Jahr ein Buch hat. Also ich gebe Beispiele. Da gab es eine Autorin, die lebt in Berlin, Karin Reschke, hat vor 6, 7 oder 8 Jahren ein Buch über Kleist und Henriette Vogel, eine Erzählung, ein episches Buch geschrieben. Hochinteressant. Preisgekrönt worden. Was ist seitdem von ihr gekommen? Nichts ist von ihr vielleicht gekommen. Vielleicht kommt in 20 Jahren ein sechsbändiger, wunderbarer, vielleicht großer Roman. Die Wahrscheinlichkeit spricht eher dafür, dass nichts kommt. Das gibt's nicht, diese jahrzehntelangen Pausen. Nein, ich finde das bedauerlich und ich weiß, Sie sagen, die Bildungswege sind anders. Na, seit wann ist die literarische Arbeit eines Autors vom offiziellen Bildungsweg hier, abhängig? In diesem speziellen Fall die erste Erzählung. Mehr aber lieber, kommt doch noch eines hinzu. Die meisten Autoren können von ihrer Arbeit nicht leben. Man kann doch nicht die Ökonomie derartig außer Acht lassen, wie Sie das hier tun. Die Frau Harms, bin ich ganz überzeugt, braucht einfach auch einen Job. Die muss arbeiten. Ja. Und ihr Geld verdient sie an der Universität. Und früher haben die jungen Autoren alle Geld gehabt. Nein, sie haben am Wochenende geschrieben, wir haben am Abend geschrieben und haben etwas produziert. Und heute lassen sie uns alle im Stich. Ich weiß, Sie sind einfach darüber sauer, dass wir so wenig gute Bücher alle 4 Wochen bekommen. Nicht alle 4 Wochen, sondern dass wir alljährlich uns hinsetzen und überlegen, worüber werden wir sprechen und es gibt keine guten Bücher. Und dann sagen wir, nehmen wir mal ein altes Buch zur Hilfe, weil die zeitgenössische Produktion so schwach ist. Dabei haben wir ja zur Verfügung nicht nur die deutschsprachige, sondern auch die ausländische. Warum ist die Zeit, als Frisch und Dürrenmatt junge Autoren waren, heute schon eine mythische Epoche. Tote Autoren sind immer eine mythische Epoche. Nein, wir haben die Bedeutung dieser Autoren wohl erkannt, als sie noch lebten. Das stimmt nur nicht. Wir haben zu Lebzeiten von Frisch, von Dürrenmatt, haben wir oft genug geschrieben, wie gut und bedeutend diese Autoren sind. Also ich will nur eins sagen. Ich habe mal eine Antwort gehört. Die geht so in eine ähnliche Richtung wie die von Karasek, nämlich: Früher hat ein Mensch in Deutschland eine Schule besucht, ein Abitur gemacht und konnte Deutsch schreiben. Heute machen die Kinder das Abitur und können keine richtigen deutschen Sätze schreiben. Da können sie auch keine Bücher schreiben. Da müssen sie erst mal 5, 6, 7 Jahre Deutsch lernen. Es gibt zwei schöne Sätze über früher. Früher hörte man noch zu, wenn man von früher sprach.
Und der andere Satz, früher musste man noch nicht von früher sprechen. Ja, ich glaube, diese kulturpessimistische Ebene könnten wir doch wieder verlassen. Ich würde sagen, man kann der Frau Harms es nicht zum Vorwurf machen, dass sie mit 36 Jahren ihr erstes und wirklich sehr gelungenes Buch veröffentlicht. Überhaupt denn nicht. Sie bringt Lebenswelten ein, die sie wirklich nur dank ihrer Lebenserfahrung einbringen konnte und die ein Autor, der ab 18 hinter seinem Schreibtisch sitzt und nie mit einem Computer zu tun hat, wahrscheinlich gar nicht kennenlernt. Insofern würde ich ihr dankbar sein. Ich bin ihr dankbar, Sie sind ihr dankbar. Ich frage nur, ich fürchte, wir werden hier in 5 Jahren sitzen und dann wird einer fragen, da gab es doch eine Ingeborg oder Ingrid Harms, was ist aus der geworden? Ich glaube, heute haben wir Sie genug motiviert. Ja, Sie wird sich schon und schreit. Wir hoffen, dass eine Frau, die über eine solche Begabung verfügt, auch mal tatsächlich was tun wird. Jetzt hat sie sich schon das Schild über den Schreibtisch gehängt, ohne Fleiß kein Preis. Sehr gut, jawohl, ist was dran. Also, jetzt wollen wir mal zur ausländischen Literatur übergehen und da wir bei Damen sind, Joyce Carol Oates. Ja, Joyce Carol Oates ist sozusagen das Gegenbeispiel zur Ingeborg Harms. Das ist nämlich eine Frau von geradezu ungeheuerlichem Fleiß. Jedes Jahr kommt doch wirklich ein Buch von ihr heraus, meistens dicke Romane, meistens viel dicker, als man sie gerne lesen würde, mit ihrer Ausnahme, sie lieben ja dicke Romane. Ich! Nein, diese Debatte führen wir heute bitte nicht. Nein, ich meine, die Joyce Carol Oates ist so etwas für mich jedenfalls ein amerikanisches Gegenstück zur Gabrielle Wohmann. Sie hat nämlich einen ganz spezifischen und sehr schmalen Ausschnitt aus der Wirklichkeit, den sie immer beobachtet und über den sie immer schreibt und den sie sehr gut kennt. Und das würde ich sagen, ist in ihrem Falle der amerikanische weiße Mittelstand. Dessen Probleme sieht sie, dessen Lebensweise kennt sie und den beschreibt sie. Darüber hinaus geht sie nicht sehr weit, auch nicht in ihren neuen Erzählungen. Aber wie die Befindlichkeit dieser Leute ist, das weiß sie genauso gut, wie umgekehrt die Gabrielle Wohmann den deutschen Mittelstand gut kennt und auch immer wieder vorführt. Diese Erzählungen, Short Stories, heißen Das Rendezvous. Sind sehr viele Texte, auch unterschiedlicher Qualität, würde ich meinen. Was sie allerdings alle gemeinsam haben, scheint mir zu sein, dass sie davon handeln, welche Vermeidungsstrategien und welche Verleugnungsstrategien dieses weiße Mittelstandsbürgertum hat, um mit seinen Ängsten und Bedrohungen umzugehen. Vermeidungsstrategien heißt in erster Linie Angstvermeidung, Katastrophenvermeidung, Liebesvermeidung und Todvermeidung. Ja. Also alles das, was sozusagen den Alltag eines halbwegs situierten Mittelständlers bedroht, wovor er Angst hat, was er abschieben möchte, was er vermeiden möchte, davon handeln diese Geschichten. Gleichzeitig aber natürlich auch diese Lebenswirklichkeit bedroht natürlich diesen Alltag die ganze Zeit. Sie beschreibt das auf eine ganz konventionelle und altmodische, sagen wir mal, psychologisch realistische Weise. Sie handelt immer davon, vom Verfall der Körper, von der Befindlichkeit der Körper. Immer wieder wird beschrieben, in welchem Zustand des Verfalls die Menschen gerade sind. Sind sie noch jugendlich? Sind sie nicht mehr so jugendlich? Sieht man schon, dass sie verfallen. Und daran sieht man schon die Angst, die hier herrscht, davor, vor dem Verfall, dem Zerfall, dem Ende, dem Zugrundegehen, dem Kaputtgehen und alles das, wovor die Figuren der Joyce Carol Oates große Angst haben. Darf ich dazu was ergänzend fragen? Ich denke, dass Sie haben sicher recht mit der Beschreibung Ihres Milieus. Aber finden Sie nicht, dass zweierlei hier ergänzt werden müsste? Nämlich, hier gibt es erstaunlich viel Leute aus der Unterschicht in diesen Erzählungen. Hier gibt es neben dem Mittelstand, gibt es die sozial viel Ausgestoßenen, mehr viel mehr als früher. Ja. Also ja, das ist eine Erweiterung. Also, ich sage, also thematisch ist eine Erweiterung. Und zweitens müsste man sagen, im Unterschied zu den großen Romanen, hat mir hier gefallen, und es ist kein Zufall, dass es diese Gattung in Deutschland so gut wie nie oder nie gelungen gibt. Es sind wirklich Short Stories. Und die zeichnen sich dadurch aus, dass sie im richtigen Moment zu schweigen anfangen. Mhm. Sie sind, im Film würde man sagen, sie sind glänzend geschnitten. Mhm. Die Erzählungen, die Short Stories arbeiten weiter. Sie haben diese Titelgeschichte Rendezvous erwähnt. Die hört eigentlich nicht auf, wenn sie aufhört, sondern dann muss sich der Leser erst ein Bild davon machen. Geht es da um eine Hure auf der Straße oder worum geht es da genau? Und natürlich scheint es darum zu gehen. Aber wie gesagt, die Geschichten lassen dem Leser viel offen, was er selbst nachher fertig erzählt in seiner Fantasie. Ja,
Herr Karasek, was Sie eben gesagt haben, ist die Definition der Kurzgeschichte. Ja, ja. Dass jeder Kurzgeschichte, jeder hat eine Vorgeschichte und eine Nachgeschichte. Keine beginnt in dem Augenblick, in dem das erste. Es sind hier besonders raffinierte und kunstvolle Schnitte. Es sind oft auch nur Psychogramme, es sind oft nur ein paar Zeilen kurze Geschichten, die einen Augenblick, einen gewissen Typus beschreiben. Und ich finde, ergänzend zu dem, was Herr Karasek sagte, auch zu dem, was Frau Löffler sagte, mir ist an den Geschichten auch in der Übersetzung aufgefallen, sie sind von einer hohen Musikalität, von einem Rhythmus, sie bleiben immer in dieser Schwebe, sie hören in diesem schwebenden Moment auf. Zugleich ist es aber auch das, was mich dran stört. Ja, weil es warum stört? Ja, weil ich denke, die Autorin gibt vor, sie erzählt uns nun über das Leben. Sie haben das sehr schön beschrieben. Sie packt das ganze Leben in das Buch, Verfall, Tod, Krankheit, all dieses, die Ängste davor. Und trotzdem weht durch dieses Leben für mich nur so ein Hauch von Sentimentalität. Sentimentalität. Sentimentalität wie in einem klimatisierten Hotelzimmer fühlt sich dieses Leben. Das hängt mit der Mentalität der Leute zusammen, die sie beschreibt, denke ich. Aber die natürlich aus lauter Angst auch alles zudecken wollen, harmonisieren wollen und sich eigentlich den wirklichen Fragen nicht stellen. Frau Mayhöfer, ich habe dazu eine Frage, ob es nicht ungerecht ist, weil wir lesen so ein Buch immer am Stück sozusagen. Ich habe das Buch also in anderthalb Tagen Vielleicht muss man die Geschichten einzeln nehmen, weil wenn man sie so liest, dann kommt wirklich eine Dauerklage, die sich durch alle Geschichten durchzieht. Hier vergeht das Fleisch, dort vergeht die Liebe, da die Ehe, da das Kind und so weiter. Man sagt, ja, es ist alles wahnsinnig traurig und irgendwann ist man so traurig, dass man selber vergeht. Ja, aber das, was sie doch sehr gut beschreiben kann, finde ich, sind die Fremdheitsmomente. Da gibt es zum Beispiel eine Geschichte, da kommt eine Tochter, die es zu etwas gebracht hat, deren Beruf hat, zu ihren Eltern zurück, um sie wieder mal zu besuchen. 1000 Kilometer fährt sie, irgendwo in der Provinz sitzen ihre Eltern, Leute aus kleinen Verhältnissen, sie besucht sie. Und sie erlebt den Schock ihres Lebens, indem sie nämlich bemerkt, dass ihre Eltern ein eigenes Leben führen. Nicht länger ist die Tochter die Sinnerfüllung des Lebens der Eltern, sondern die Eltern haben ein eigenes Leben danach. Die sind wieder jung geworden, die schminken sich auf jung. Die haben ein eigenes Leben. Und vor allem ist die Tochter ihnen eigentlich fremd geworden. Und die Tochter merkt eigentlich auch, dass die Eltern selber leben können, ohne auch noch an die Tochter zu denken. Das ist ein ungeheurer Schock für den Narzissmus, für die Eigenliebe, für den Egoismus der Tochter. Und ich finde, diesen Riss einmal aufzuzeigen, das finde ich übrigens auch gar nicht sentimental. Aber daran haben Sie wahrscheinlich auch nicht gedacht. Da haben wir uns vielleicht auch nicht ganz verstanden. Ich meine mit der Sentimentalität, Sie sagten, es sind die Figuren, die sentimental sind. Gut. Ich finde auch, es gibt neben dieser Geschichte, die Sie zitieren, ganz wunderbare Geschichten in diesem Buch, wo es eben genau diesen Moment gibt, wo ein Riss sich durch das Leben zieht, sich danach etwas verändert oder was noch schlimmer ist, es verändert sich gar nichts, was ja für all diese Figuren noch schlimmer ist. Was mich an der Autorin stört, ist, sie behandelt all diese Themen, Tod, Krankheit, Liebe, Risse durch die Existenz, Qual. Sie behandelt sie alle mit der gleichen analytischen Brillanz, mit der gleichen Sinnlichkeit und dadurch werden mir alle Themen irgendwann eins. Ich möchte sie mal empörter, wütender, engagierter vielleicht auch erleben, ohne dieses Ich verstehe alles. Aber es gibt Wechsel im Ton. Es gibt schon Wechsel. Es gibt diese Party, eine Geschichte, wo eine Frau stirbt und die anderen dauernd geschildert werden, wie sie bei einer Party darüber reden, aber auch in ein Geschwätz, der Professor ist nicht zu dem Abend gekommen und da gab es nur Plätzchen und die Häppchen waren vom Italiener. Solche Mischungen macht sie auch. Sie versucht manchmal, ihren Ton zu verlassen und den Figuren einen eigenen Ton zu geben. Ja. Ich glaube, dass Frau Mayhöfer sehr richtig etwas gesagt hat, das mir gar nicht so aufgefallen ist, dass in diesen Geschichten immer eine ganz ähnliche Distanz der Autorin zum Gegenstand ist. Nur die Frage ist, ob diese Distanz, das ist sehr richtig, die Beobachtung, mit Sentimentalität viel zu tun hat oder nicht mit einer anderen Kategorie, die keine literarische Kategorie ist. Ich weiß es, aber ich kann nicht auf sie verzichten. Die Oates erzählt immer mit Mitleid. Ihr tun die Menschen leid, aber eben weil sie Angst vor der Sentimentalität hat, entsteht diese Distanz, diese Kühle der Betrachtung. Übrigens finde ich, anders als Sie,
die Prosastücke in dem Band Rendezvous zum großen Teil eigentlich nicht typische Kurzgeschichten, eher Skizzen, eher Situationsbilder. Manche sind regelrechte Kurzgeschichten, die meisten vielleicht nicht. Nur hier ist eine sehr interessante Sache. Die Oates hat ein Riesenwerk. Ein Riesenwerk, sie hört nicht auf zu publizieren, 3 Bücher jährlich etwa. Natürlich Ihre Idealschriftstellerin. Ja, nein, oh so Gott, wenn ich schon von Ihnen so missverstanden werde. Es ist schon ein Unterschied, ob ein Autor 3 Bücher jährlich produziert oder ob ein Autor nach einem ersten Buch 10 Jahre lang schweigt, was auch nicht bedeutet, 10 Jahre kein Buch veröffentlicht, sondern keine Zeile publiziert, 10 Jahre lang. Solche Fälle haben wir, kann ich Ihnen aufzählen, aber lassen wir das im Augenblick. Die Oates veröffentlicht 3 ja 4 Bücher jährlich. Das geht den Kritikern auf die Nerven, den Zeitungen, was sollen sie damit immer machen? Man hat die Oates gefragt. Und wie das denn zu verstehen? Er hat gesagt, ja, ich kann es nicht ändern. Ich bin der Typ des Schriftstellers, der 20 Geschichten schreiben muss, damit eine wirklich gelingt oder 2. Sie hat nun in diesem Schade ist nur, dass sie die 20 dann auch alle veröffentlicht. Liebe, aber das ist nun einmal so, sie lebt in einem freien Land und da kann man es ihr nicht verbieten. Sehen Sie, Tschechow hat mal einen schönen Satz gesagt, sehr bedenkenswerten Satz. Er hat gesagt, wenn ich eine Geschichte, Kurzgeschichte hatte, nicht verwendet den Begriff, aber es waren ja Kurzgeschichten, geschrieben habe, wenn sie ganz fertig war und ich sie schon in die Druckerei geben wollte, dann habe ich einen Stift genommen und habe den ersten Satz gestrichen und dann habe ich den letzten Satz gestrichen und dann habe ich sie abgegeben. Wenn Sie die Geschichten sehen, fabelhaft. Besser können die gar nicht beginnen. Das hat die Oates manchmal offensichtlich auch gemacht. Natürlich. Die Oates hat wie die meisten amerikanischen Autoren Tschechow studiert. In Amerika ist ja Tschechow sehr, sehr populär und das schadet gar nicht. Ich finde, ihre Geschichten sind ihre Novellen. Früher vor allem der eine Band Grenzgänge oder so ähnlich. Das sind fabelhafte Geschichten, sind alle bedeutender als ihre Romane. Wir leben in einer merkwürdigen Epoche, in Deutschland und überall. Wenn man über einen Autor sagt, und ich habe das im Leben einige Male gemacht und schwer dafür gebüßt, seine Novellen seien bedeutender als seine Romane, und dabei sagt, um diese Pille zu vergolden, so war es bei Tschechow, so war es bei Maupassant, so war es bei Hemingway, es hilft gar nicht. Der Autor ist tief beleidigt, alle sind überzeugt, der Roman ist eine sterbende Form, aber sagen Sie einem Autor, er ist ein Novellist und kein Romancier, und schon ist eine ungeheure Kränkung. Nein, sie ist eine Novellistin, sie verfügt über ein merkwürdig lebendiges Werk, denn interessant ist Folgendes, es gibt natürlich schwache Geschichten bei ihr, ganz schlecht sind sie nicht. Nein. Auch die schwachen Geschichten haben schon ein gewisses Niveau. Sie ist eine ganz ungewöhnliche Autorin, aber in Amerika nicht so populär. Und ich glaube, der Grund der Nichtpopularität ist sehr einfach. Die Leute wollen Romane lesen und nicht kurze Geschichten. Aus einem einfachen Grund, weil man für Geschichten Zeit haben muss, für Romane nicht. Roman lässt sich ja leicht lesen, kann man auch eine Seite überspringen und kann weiterlesen. In der Kurzgeschichte 3 Zeilen übersprungen und man kapiert gar nichts mehr, was passiert. Man muss sich richtig konzentrieren. Ja, Joyce Carol Oates. Aber ich habe nun hier einen Autor vorgeschlagen und ich glaube, Frau Löffler will mich auf die Anklagebank setzen. Ich habe mir nämlich gedacht, ob das so schlecht wäre, mal über Graham Greene zu reden und seinen Roman, ganz egal welchen seiner Romane. Ich habe mich für den Orient Express entschlossen, nur aus einem einzigen Grund, weil der Orient Express jetzt in einer neuen Übersetzung als Taschenbuch im Deutschen Taschenbuchverlag erschien ist und weil ich den Orient Express in guter Erinnerung hatte. Ich glaube, Graham Greene ist ein Schriftsteller, den man keinem Land der Welt so aufmerksam lesen sollte wie in Deutschland und von dem niemand so viel lernen kann wie deutsche Autoren. Und warum? Das ist ein gläubiger, katholischer Schriftsteller und einer, bei dem von Gott oft die Rede ist, nur sehr merkwürdig. Menschen, die an Gott glauben und Gott verehren, lesen seine Bücher gern.
Menschen, die Gott verachten und von Gottes Existenz nichts wissen wollen, lesen sie auch gern. Und Menschen, die sagen, Gott geht mich nichts an, bewundern Graham Greene. Ich glaube, er ist einer der unterhaltsamsten und intelligentesten Autoren, nicht nur der englischen Literatur in diesem Jahrhundert. Er hat etwas ganz Ungewöhnliches gemacht. Etwas, was der Böll ein bisschen versucht hat. Er ging so in ähnlicher Richtung. Er hat den Kriminalroman genommen und mit Weihwasser besprengt. Und es sind daraus unerhört spannende, fabelhafte Bücher geworden. Aber Sie können den Orient Express damit nicht gemeint haben, denn das ist weder ein sehr katholischer Roman, obwohl eine merkwürdige katholische Figur vorkommt. Es ist aber auch kein Krimi und er ist auch nicht mit Weihwasser besprüht. Nein. Es kommt eine sehr katholische Stelle vor, die entscheidende Graham Greene-Stelle, die Suche nach der Beichte, weil bei einem Priester, der sagt, Sie werden bei mir enttäuscht sein, wir nehmen gar nicht die Beichte, ich bin Anglikaner, leider nicht. Und der Versuch der Menschen, die Beichte ist ja für Graham Greene das große katholische Erlebnis, das er auch in der Erzählung, im Roman anwenden kann. Und er sagt hier, die moderne Beichte ist die Psychoanalyse und er wendet das. Insofern ist das schon ein mit Weihwasser besprengter Roman und ein Kriminalroman ist es auch. Und ein sehr höhnischer Kriminalroman, weil der Einzige, der davonkommt, ist der Mörder. Der Mörder, der in Wien sich in den Zug schleicht und der mit Bosheit alles nochmal durcheinander bringt und allen schadet und alle bedroht, ist derjenige, der aus dem Roman wieder frei verschwindet mit dem höhnischen Gefühl, ich werde angeben dürfen, Sie haben mich 5 Jahre lang nicht geschnappt. Ja, also nur es ist kein Krimi. Es mag sein, dass in dieser einen Passage vielleicht gewisse Krimi-Elemente drinnen sind, aber man kann eigentlich schwerlich den Roman als Ganzes als Krimi bezeichnen. Also Frau Löffler, einigen wir uns, es ist kein typischer Krimi. Ich gebe Ihnen recht. Na, und was haben wir mit dieser Jetzt kann ich Ihnen nicht einmal widersprechen. Nein, doch, ich gebe Ihnen recht. Nein, darum geht es. Jetzt ist eine Frage zu lösen. Warum ist dieser Autor in Deutschland nicht auf angemessene Weise geschätzt? Er spielt nicht die Rolle, die er spielen sollte. Ich glaube, das hat zunächst mal mit einem ganz einfachen Umstand zu tun. Er ist im falschen Verlag gelandet. Das ist ein großes Unglück. Das ist ein großes Unglück für einen ausländischen Autor, wenn er nicht in einem großen Verlag ist, der dafür sorgt, dass seine Bücher gut übersetzt, gut ediert werden und dass sie richtig verbreitet werden. Er war in dem Schollnei Verlag und ist bis heute in Wien. Ich will weder sagen, das ist ein guter oder ein schlechter Verlag, sondern ein Verlag, der den Inhaber, glaube ich, oft gewechselt hat. Und es waren da allerlei Turbulenzen in diesem Verlag. Es gibt Bücher, manche habe ich geprüft, Übersetzung, das ist einfach skandalös übersetzt. Hier sind auch noch einige schlimme Haken und Ösen in diesem Buch drin. Ich wollte nur sagen, mich hat das Buch aber aus einem ganz anderen Grund interessiert und ich habe zuerst gedacht, was will der Reich Ranicki, dass ich dieses Buch lesen soll? Ich habe es dann wieder gelesen und habe aus zweierlei Gründen gedacht, das Buch ist hochinteressant. Es ist um 1930 geschrieben und es schildert einen Juden aus der unschuldigen Sicht vor den Nazi-Verbrechen. Und zwar können da die Vorurteile und alles, das kann sich noch bewegen. Und es zeigt sich dabei, dass Graham Greene ein Autor ist, der seiner Weihwasser-Ideologie zum Trotz allen seinen Figuren große Gerechtigkeit zukommen lässt. Ob es eine lesbische, alkoholische Journalistin ist, ob es ein jüdischer Geschäftsmann ist, ob es ein kleines Tingeltangel-Mädchen ist, das sich einen reichen Mann angeln will und so weiter. Das Buch ist von einer großen Gerechtigkeit und die Vorurteile gegen Nationen, gegen Deutsche, gegen Engländer, gegen den Orient. Es spielt übrigens in einem Jugoslawien-Konflikt, der beklemmend wirkt, wenn man das heute liest. Das ist eine seltsame Parallele, es ist ein Bürgerkrieg in Belgrad im Gange. Das ist das eine, was mich interessiert hat. Und das zweite ist, Romane sind auch, wenn sie gut sind, genaue Aufzeichnungen von Lebensumständen, wie sie damals waren. Und dieser Roman, der zwar so nach dem Schema Menschen im Hotel, also Menschen im Zug etwas handelt, der hält sehr genau fest, wie die Zivilisation damals in Europa aussah. Passkontrollen, Essen,
Reisen, Frau-Mann-Verhältnis. Und dafür ist er sehr genau und sehr detailliert geschrieben. Also es ist eine große kulturkritische Diagnose. Ja. Ein großer epischer Befund, der das Leben in Europa um 1930 zeigt, vor allem in Sphären, die es sich leisten können, mit einem Luxuszug zu fahren. Ja, manche also ich weiß nehmen, nicht, bitte. Verzeihen Sie, ob das nicht ein bisschen zu hoch gegriffen ist. Nein, ein großer kulturpolitischer Befund. Es ist schon richtig, dass die Realien aus der Zeit genommen sind und dass die für uns aus 60 Jahren Entfernung wieder ganz interessant ausschauen. Was haben die Leute angehabt? Was haben sie gegessen? Wie haben sie sich in einem Zug benommen? Das erfährt man aus seinem realistischen Autor wie dem Graham Greene sehr gut. Aber ich würde doch meinen, dass der Roman in anderen Aspekten sehr schlecht gealtert ist. Also nennen Sie mal die Aspekte, wo er schlecht gealtert ist. Nehmen wir gleich mal diesen Jugoslawien-Komplex. Eine der Hauptfiguren neben diesem jüdischen Kaufmann, der schon erwähnt worden ist, ist ein Revolutionär, ein jugoslawischer Revolutionär, der aus Belgrad geflohen ist, ins Exil gegangen ist, unter anderem Namen nach England und nun zurückkommt, vorgeblich um einen kommunistischen Aufstand, eine kommunistische Revolution in Belgrad anzuzetteln. Das Ding geht schief, weil der Aufstand schon ohne ihn losgebrochen ist. Er sitzt also in dem Zug, kann nicht mehr raus und fährt eigentlich schon in den niedergeschlagenen Aufstand hinein, was für ihn auch tödlich endet. Ich denke, dass diese Geschichte, gerade mit dem, was wir in den letzten Jahren über Jugoslawien erfahren haben, eigentlich sehr papieren ist, sehr wenig von den wirklichen jugoslawischen Zuständen beschreibt. Das ist eine ausgedachte Geschichte. Man hat damals in England wahrscheinlich gedacht, ja, im Balkan, da gehen die politischen Aktionen so vor sich. Und diese Figur ist eigentlich unglaublich konstruiert, wie der Graham Greene sich das halt so vorstellt. Ein Kommunist, der gleichzeitig ein Katholik ist. Bisschen schwer vorstellbar. Naja, das ist überhaupt nicht schwer vorstellbar, weil beide auf der gleichen, das fand ich eben so interessant, dass ein Vakuum nicht entstehen kann, wenn man das Bedürfnis nach einer Instanz hat, um es mal neutral zu sagen, nach einer Universallösung, dann wird man entweder ein gläubiger Christ oder ein gläubiger Kommunist. Der Wechsel zwischen beiden ist sehr leicht. Man kann nicht beides sein. Man kann nicht beides in einer Person sein. Er weiß es ja, weil diese Figur ist doch hochmotiviert, dadurch die Gerechtigkeit jetzt auf Erden herzustellen. Das kann er als Katholik nicht gleichzeitig wollen. Nein, mir gefällt das alles nicht. Aber einen Augenblick, ich glaube, Frau Mayhöfer hatte auch Bedenken. Ich wollte dazu noch was ergänzen. Mir kommt das auch gealtert vor, der Roman. Es liest sich für mich wie aus einer versunkenen Zeit. Es ist wie aus einem alten Film anzusehen. Ich glaube aber, das liegt nicht an solchen Details. Ich glaube, und das gebe ich jetzt einfach mal nur zu bedenken, es liegt gerade an dem Gerechtigkeitssinn des Autors, dass er eben die Figuren in all ihrer Ambivalenz und in ihrer Vielschichtigkeit beschreibt. Ich glaube, das ist es, was uns das auch fremd macht. Eine Frage. Hat Sie der Roman gelangweilt? Nein, ich fand ihn... Die ersten 30, 40 Seiten fand ich schwieriger, aber dann fand ich ihn unglaublich spannend. Unglaublich, halt, das wollen wir mal festhalten. Ein Roman, unglaublich spannend, das ist doch was Einmaliges. Ich fand ihn nachher ganz spannend. Frau Mayhöfer, ich möchte Sie auch etwas fragen. Sie sagen, er ist so unglaublich, der Autor ist so unglaublich gerecht zu allen Figuren. Würden Sie denn das auch für diese lesbische Journalistin sagen? Die finde ich nun eigentlich denunziert von A bis Z. Nein, das finde ich nicht. Ich finde, da gibt es eben genau die Passagen darin, wo sie nachdenkt über ihre Schwierigkeiten mit der Liebe, über ihre Schwierigkeiten zu leben. Also ich finde, auch der ist vollkommene Gerechtigkeit widerfahren. Sie ist auch die Retter, absolut diese, gehässig. Nein, diese Einsamkeit dieser Frau. Das ist ja ein typisches Graham Greene-Motiv in vielen seiner Bücher. Er stößt die Leute in den Dreck. Sie sind Säufer, sie sind verkommen. Und in dem Elend entsteht auf einmal ihre Würde. Und das hat er mit dieser Journalistin auf glänzende Weise gemacht. Das durchgezogene Motiv im ganzen Werk von Graham Greene. Aber nun eine Sache, die wir klären müssen. Graham Greene hat sein Werk eingeteilt in normale Romane, literarische und ein Entertainment. Dies Buch gehört in den Bereich Entertainment. Es ist ein Unterhaltungsroman, gar nichts anderes. Er war dieser Graham Aber Greene. Eben gerade noch war er ein europäischer Befund von besonderer Größe. Das ist ja nur für Deutsche ein Gegensatz. Er hat in einem Unterhaltungsroman die Kultursituation jener Zeit festgehalten und gezeigt. Und viel deutlicher, viel
anschaulicher als beispielsweise Günter Grass die Situation um 1990 in den Unken rufen. Er hat, ohne sich, ohne aufdringlich zu werden, in Nebensätzen und Nebenmotiven das gezeigt. Aber das Entscheidende, worauf es mir ankommt, es hat Graham Greene mit seinen Büchern nie die Menschen erlösen wollen. Er war nie an Philosophie im tieferen Sinne interessiert. Was er zeigen wollte, sind Figuren, Situationen, Bilder. Und er wollte unterhaltsame Romane schreiben. Darf ich Frau Löffler eine Frage stellen? Ich habe beim Lektüre dieses Romans gedacht, gut, ich weiß, es ist Entertainment, es ist das, was wir in Deutschland U-Literatur, nicht E-Literatur nennen, parallel zur Musik. Ich habe gedacht, woran würde ich das definieren? Und ich wäre in größter Verlegenheit, da eine Definition, würde ich sagen, weil sich so viel Handlung dann auf einmal häuft, dann würde ich sagen, naja, bei Dostojewski-Romanen häuft sich auf einmal auch sehr viel Handlung. Was ist es, was das von einem Buch, das Sie für wertvoll halten, unterscheidet? Ich möchte es lieber von Frau Löffler wissen. Nein, ich möchte jetzt nicht in die Ecke gedrängt werden, als ob ich mit Unterhaltungsliteratur und Entertainment nichts am Hute hätte. Das Gegenteil ist der Fall. Ich schätze das sehr. Gut. Aber was ich vielleicht in diesem Roman von Graham Greene zum Vorwurf machen würde, ist, dass er sehr viel mit Klischees arbeitet und mit vorgefassten, mit vorgefassten Materialien. Und ich möchte das eigentlich an der Figur dieses jüdischen Kaufmannes aufhängen, die ich zum Teil als ziemlich unangenehm empfunden habe und wobei ich glaube, immer natürlich bedenkend, dass das Buch 1932 geschrieben wurde und erschienen ist, also dass man ihm sicher nicht die Erfahrung des Holocaust Diese jüdische Figur hat sehr viele jüdische Klischees und zwar auch antijüdische und antisemitische diese Klischees. Diese jüdischen drin. Klischees, die in dieser Figur sind, kommen von den anderen. Und der Mann hat gewisse Eigenschaften. Er ist ein tüchtiger Kaufmann, das wird ihm als Klischee. Und das ist wieder bei Graham Greene dasselbe wie bei dieser Journalistin. Im entscheidenden Moment riskiert er sein Leben, alles dafür, um das Mädchen aus der Gefahr daraus zu holen. Was wollen Sie mehr von? Der hat sich ein Mädchen für eine Nacht gekauft. Und einen Tag später verlobt er sich mit einem anderen Mädchen. Na Gott, so ist das wirklich. Das kann man nicht als Vorwurf machen. Das ist ein antijüdisches Klischee, wenn man sich am nächsten Tag mit jemand anderem verlobt. Das ist auch nicht mehr erlaubt. Es ist nicht nur so, dass die anderen Figuren in diesem Roman immer sofort bemerken, das ist ein Jude. Und das auch immer zueinander sagen. Und zwar mit einem gewissen Unterton zueinander sagen. Es sind nicht nur so die anderen Figuren. Ja. Es ist ich könnte das nachweisen am Text, auch der Erzähler selber. Also auch Frau Löffler, erlauben Sie mir Folgendes sagen. Ich kenne ungefähr das Gesamtwerk von Graham Greene. Man kann ihm manches vorwerfen. Antisemitische Akzente habe ich in seinem Werk noch nie gefunden. Das ist er nun nicht. Dass er antisemitische Vorurteile rings um die Figur des Kaufmanns gezeigt hat, spricht für und nicht gegen ihn. Jetzt ist eine Frage. Was ist das? Er hat sie nicht kritisch gezeigt, sondern wahrscheinlich eher affirmativ. Nein, ich finde es gar nicht affirmativ. Aber eine andere Frage. Was ist denn an diesem Roman das Wichtige, Entscheidende? Ich werde ganz primitiv ihn antworten. Bei jedem Buch, das ich lese, und ich lese Bücher fast ausschließlich aus beruflichen Gründen, nicht, weil ich darüber schreibe, in manchen Fällen, weil ich informiert sein muss über die Bücher, auch wenn ich nicht über die schreibe, stelle ich mir allein eine Frage, die öffentlich zu stellen, ich nicht die Absicht hatte. Nämlich, würde ich dieses Buch weiterlesen, wenn ich dazu beruflich nicht verpflichtet wäre? In den allermeisten Fällen lautet meine Antwort nein. In dem Fall lautet meine Antwort so wie die von Frau Mayhöfer. Nämlich, mich haben diese Personen alle, die hier auftreten, Frauen und Männer, jung und alt, interessiert. Und mich hat interessiert, ganz simpel, was wird daraus werden? Theodor Fontane hat mal gesagt, ich gehöre noch zu den älteren Semestern, die sich dafür interessieren. Wie wird das denn weitergehen? Ich gehöre auch zu diesen Semestern. Ich will wissen, wie das weitergeht. Das beweist, dass Graham Greene lebendige und eben nicht papierne Figuren wie der Grass gemacht hat. Was kennzeichnet aber seine Prosa? Das Allerwichtigste. Er ist ein Schriftsteller und dafür mögen Sie ihn loben oder tadeln, ist mir ganz egal, dem überhaupt nicht daran gelegen ist, die Literatur
zu verändern, zu entwickeln, neue Wege der Literatur zu schaffen. Überhaupt nicht. Er erzählt im Wesentlichen traditionell. Er will nur eins, Interesse wecken für seine Figuren, deren Situationen und Entwicklung. Und das macht er fabelhaft mit einer Prosa, die im Englischen natürlich viel besser, reine Mitteilungsprosa ist. Das ist noch möglich, dass man etwas mitteilt und damit unser Interesse weckt. Ich trete doch hier nicht dafür ein, dass Graham Greene gute Unterhaltungsliteratur ist. Gute Unterhaltungsliteratur ist immer nur jene Literatur, die zugleich mehr ist als nur Unterhaltung. Und das trifft auf den Greene zu. Mehr als nur Unterhaltung. Man kann nur gut unterhalten, wenn man sich um mehr bemüht, als nur um zu unterhalten. Aber, Freunde, wir haben ja ein anderes Buch, das vielleicht in der Nähe der Unterhaltungsliteratur ist. Frayn, Michael Frayn. Herr Karasek, das ist Ihre Branche, das ist ja ein Mann des Theaters. Ja, jetzt habe ich mich so echauffiert, dass ich den Titel noch mal nachgucken muss. Wie macht sie es bloß von Michael Frayn? Michael Frayn ist in Deutschland vor allen Dingen als Theaterautor bekannt. Er war vor ein paar Spielzeiten der erfolgreichste Autor überhaupt. Er hat Neues Off geschrieben, das hieß auf Deutsch Der nackte Wahnsinn und lief in über 40 Bühnen in Deutschland und ist eine der glänzendsten Klamotten, die es auf dem Theater gibt, in dem in zwei Teilen vor und hinter der Bühne dasselbe gespielt wird und die Komik der Mechanik auf das Perfekteste im Theater hergestellt wird, ein hinreißendes Stück. Nun hat er hier einen Briefroman geschrieben, also eine sehr literarische Form, eine hochliterarische Form. Übrigens auch ein Briefroman, wo die Antworten fehlen. Es ist ein sehr einseitiger Briefroman. Ein Professor schreibt seinem Freund in Australien, der auch Professor, übrigens Germanist ist. Dieser hier ist Anglist, für englische Literatur zuständig. Da kommt jetzt bald meine Lieblingsschriftstellerin, die ich aus dem FF kenne, in meine Universität und mal sehen, was daraus wird. Und da entsteht diese schöne Geschichte, dass ein Kritiker die Autorin besser zu kennen vermeint als sie selbst. Die beiden heiraten auch. Ihre Kinder sind die Bücher oder das Buch, das diese Schriftstellerin produziert. Und er möchte ihr immer, er ist der unproduktive Mann, sie die produktive Autorin und Frau, sie ist die Mutter, die diese Bücher auf die Welt bringt. Und er möchte ihr immer sagen, mach das ein bisschen anders, weil er eifersüchtig wird, mach es besser. Und immer wenn sie das macht, was er machen will, werden die Bücher noch schlechter. Klar. Und in Wahrheit macht sie es deshalb auch nicht. Und ihre Bücher werden hervorragend. Nun ist mir als erstes aufgefallen, Frayn lebt mit einer Kritikerin zusammen. Habe ich gedacht, aha, das ist doch über Umwege ein sehr persönliches Buch. Und zweitens ist es ein Buch voll romantischer Ironie, weil ein Kritiker, ein Literaturwissenschaftler, ein Professor sich sozusagen mit heiligem Ernst, aber auch mit schönem Spott selbst aufs Kreuz legt und denunziert. Er bleibt am Schluss auf der Strecke. Er ist eigentlich derjenige, der von Literatur keine Ahnung hat. Also ein Buch, das wir nicht auf die Fahne des literarischen Quartetts schreiben sollten. Ja, Frau Mayhöfer, hat es Sie amüsiert? Weniger. Ich glaube, ich habe zwei Kapitel ganz amüsiert gelesen. Dann war es aber für mich eigentlich eher klamottig, wie Karasek über das Theaterstück sagte. Und das liegt, glaube ich, an der Person des Helden für mich. Weil der mir eigentlich doch nach den ersten 20 Seiten, es war ja auch gar nicht so zufällig, er hat es geplant, er hat auch die Liebesnacht vorbereitet. Und nach dieser Liebesnacht ist er mir eigentlich sehr kümmerlich vorgekommen. Nicht nur, weil es dann so humorig zugeht, es soll dann britisch sicher sein, dass er sich zum Frühstück verlorene Eier wünscht, dass er sich des Weiteren dann angewöhnt, seine Autorin nur noch die Großgaut, was wohl die größte Gegenwartsautorin heißt, soll, abzukürzen. Also ich fand, es war so ein etwas abgestandener Humor und es hat mich so an alte Tweetjacken erinnert. Der Mann ist nach der ersten Liebesnacht eigentlich erledigt. Ja, Frau Mayhöfer, das ist im Leben so oft, dass die Frau nach der ersten Nacht etwas weniger interessant sein Männer macht. Auch, oder Herr der Mann. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler dieses Buches ist. Ich glaube, der Fehler des Buches liegt, da haben Sie schon recht, der liegt wohl darin, dass eigentlich die Rollen dieser beiden Hauptfiguren von Anfang an definiert sind und sich eigentlich nicht mehr ändern. Ja, das, genau ja, das. Übrigens, eine interessante Sache. Er sagt,
Das sei doch so riskant. Da kommt eine Frau, die er nie im Leben gesehen hat, um seine Universität auf seine Einladung hin zu besuchen. Und er kennt jede Zeile, die diese Frau... Ja, das ist doch nicht unkomisch. Und dann sagt er, er kennt das ja alles viel besser als sie. Das ist nicht das komisch, das ist nicht ganz normal. Das ist immer so. Ich habe Anna Seghers kennengelernt und mit Anna Seghers geplaudert. Ich war entsetzt. Ich kannte ihre Romane natürlich besser als sie, denn ich habe die Romane... Aber sie haben sie nicht geheiratet. Nein, um Gottes Willen, das nicht. Aber ich habe die Romane genau analysiert in den letzten, vorangegangen 2-3 Jahren. Sie hat manchen dieser Romane, hat sie geschrieben vor 20 Jahren, vor 30. Und ich fragte sie, erklären Sie warum der Hans... Und sie guckt mich treuherzig an und sagt, Hans, wer ist denn das in dem Roman? Ja. Das ist eine der Hauptfiguren. Ach, so, wissen Sie, ist so lange her. Das kann man, da kann ja, man ja. sich nicht wundern. Es geht ja hier bei dem Buch dann um den laufenden Roman, den sie gerade schreibt. Aber ich habe das möglichst neutral vorgestellt. Ich bin beim Lesen auch enttäuscht gewesen, wie Frau Löffler und Frau Maihöfer. Ich glaube, dass Frau Maihöfer uns auch mit dem Witz über die verlorenen Eier fast zu viel versprochen hat. Ja. Denn das Buch ist sonst so papierend und so sehr Literatur, dass man eigentlich verzweifelt. Ein Wort zugunsten des Autors. Er zeigt ein intellektuelles Milieu, ironisch und nicht ganz schlecht. Er zeigt dieses Milieu mit Pfiff und Witz. Das habe ich schon gern. Wenn ich an die Trottel denke, im Mittelpunkt unserer Romane, ich will keine Namen jetzt nennen, die sind ja eh schon heute genannt worden, ist diese intellektuelle Welt so schlecht nicht. Es ist kein Meisterwerk, aber ich glaube, das ist ein älterer Herr, der Dramen schreibt, Stücke, und der auch Stücke von Tschechow also beispielsweise. Aber Herr Reich-Salitzky, der Mann ist aber ein Dummkopf. Der Mann ist allerdings ein Dummkopf. Ein hochgebildeter Dummkopf. Ja, wenigstens das. Aber naja, ich meine... Ja, Universitätssatiren sind einfach die Spezialität der Engländer, das muss man mal sagen. Ja, das können die. Engländer und Amerikaner, das machen sie nun gut. Ja, Freunde, unsere Zeit ist bald zu Ende. Wir können nicht sagen, wie üblich, denn nicht alles ging so gleich bei uns aus. Aber insgesamt können wir doch sagen, wir sehen betroffen den Vorhang zu und viele Fragen offen. Das literarische Quartett kommt heute aus Bonn. Es nehmen teil, wie üblich, mein alter Kampfgefährte und Freund Helmut Karasek, der Spiegel, Hamburg, meine allerliebste Freundin Sigrid Löffler, Profil, Wien. Marcel Reich-Ranitzky von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ja, und unser Gast ist Annette Maihöfer. Frau Maihöfer ist promovierte Germanistin. Ihre Doktorarbeit war über das Drama, das deutsche Drama der Jahrhundertwende. Dann hat sie bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gearbeitet. Und nun ist sie seit 3 Jahren schon im Spiegel Literaturredakteurin und Autorin vieler Literaturkritiken. Tja, womit fangen wir an? Doch wohl mit dem Buch des Jahres. Denn es gibt seit vielen Jahren kein deutsches Buch, über das so viel so erregt, so temperamentvoll diskutiert wurde und das so temperamentvoll vom Autor bei jeder Gelegenheit verteidigt wurde, wie die Erzählung Unkenrufe von Günter Grass. Die Erzählung eines großen deutschen Dichters. Das meine ich ernst und durchaus nicht ironisch. Also, was wäre zu dieser Erzählung zu sagen? Es ist nach einer langen Pause wieder eine
Fiktionsarbeit von Grass, eine Erzählung, wie gesagt, und es ist eine Erzählung, die auf neue politische Entwicklungen in Europa sehr schnell und sehr aktuell reagiert, nämlich auf die Befreiung Osteuropas, auf die Auflösung der Blöcke. Und sie handelt von einer Liebesgeschichte zwischen einem westdeutschen Professor und einer polnischen Restauratorin. Die beiden lernen sich kennen in Danzig, es spielt in Danzig, dem alten Schauplatz von Günter Grass, und fassen dort eine Idee der Versöhnung. Sie sagen nämlich, sollten nicht wenigstens die Toten in ihre Heimat heimkehren können, nämlich die deutschen Toten nach Polen und die polnischen Toten aus Litauen, die polnischen Toten nach Litauen. Die erste Hälfte der Idee geht auf, die Deutschen können als Tote heimkehren, aber ach, daraus wird natürlich eine furchtbar geschäftstüchtige deutsche Angelegenheit. Die Friedhofgeschichte wird zu einem großen Geschäft mit Golfplätzen am Ende. Die beiden zweiten Teil, wo er die politische Wirklichkeit Westdeutschland spiegeln will in der Blechtrommel, ist ihm das auch schon viel schwächer gelungen als im ersten Danzig-Teil. Also offensichtlich funktioniert dieses Instrument für die Gegenwart nicht so gut. Ja, ich verstehe die Logik nicht. Sie sagen, infantil mag es ja sein, alles bei Grass, aber es war schon bei Walser infantil. Stimmt, na und? Bei Walser war es schlecht und bei Grass auf andere Weise. Bei Walser war es nicht schlecht. Das hilft gar, das hilft gar nicht weiter. Sehen Sie, ich werde von einer Sache... Warum darf man keinen unreifen Helden haben? Alles darf man, alles darf man. Einen Idioten in den Mittelpunkt eines Romans, aber sehr schwer zu machen, einen Dummkopf in den Mittelpunkt eines intelligenten Romans stellen, darf man auch, wenn man es kann, hat ja Karasek sehr richtig gesagt. Aber wenn man einen Professor als solchen Dummkopf darstellt, wie in diesem Buch, das ist auch sehr schwer. Ja, aber es interessiert mich interessieren nicht. Auch im Professor Unrat kam ein etwas dümmlicher Professor vor. Ach, eine tragische, liebende Figur. Lieber lassen wir mal Heinrich Mann, Professor Unrat. Nein, ich meine Jahre nur, dass die satirische und... Ich glaube, das Problem ist ja auch nicht, ob Dummkopf oder nicht, darüber könnten wir natürlich auch streiten, aber diese Figuren sind einfach völlig leblos. Es sind reine Karikaturen und ich finde, damit kommt eben auch das Problem rein, was will uns Grass damit eigentlich vorführen? Wo ist der Gewinn an Witz daraus? Ja, Sie haben vollkommen recht. Die Figuren sind leblos, sie sind aus Papier. Aber ganz unabhängig davon haben sie alle noch einen Fehler. Und ein Fehler, der charakteristisch ist für einen großen Teil der deutschen Literatur der letzten 20, 30 Jahre. Sie sind blöde. Ich sehne mich nach intelligenten Figuren im Mittelpunkt von Romanen und finde sie gelegentlich in angelsächsischen Romanen. Und in deutschen Romanen, naja, als Max Frisch seine Bücher schrieb, da waren ja nicht Idioten im Mittelpunkt. Ich weiß nicht recht, warum Grass das so machen will. Aber Grass führt doch diese Figuren vor. Er führt sie vor, er zeigt sie ja vor. Er macht sich ja auf eine liebevolle Art auch über sie lustig. Sie sind ja zum Teil spöttisch gezeigt, jedenfalls der Professor ist. Er hat eine seltsame Sehnsucht nach Idealisierung der Figuren. Er sagt, und dann über diese Ironie müsste man sich unterhalten, sagt, die beiden sind schon verwitwet, wie gut, wie ungern würde ich über ein Paar schreiben, das Ehebruch begehen würde. Und warum höre ich jetzt nicht auf, diesen Quatsch weiter zu erzählen? Man möchte ihm wirklich sagen, warum nicht? Es ist ein großes Rätsel. Hier ist eine Frage zu beantworten. Mir scheint sie die zentrale zu sein. Grass war und ist ein großer Dichter. Einer, der 3, 4 solche Bücher geschrieben hat wie er, ist ein bedeutender Autor, was immer er weiterschreibt. Warum hat er so unendlich große Schwierigkeiten? Er hat doch offensichtlich kein Thema, kein Stoff. Wir haben am Abend geschrieben und haben etwas produziert. Und heute lassen Sie uns alle im Stich. Ich weiß, Sie sind einfach darüber sauer, dass wir so wenig gute Bücher alle 4 Wochen bekommen. Nicht alle 4 Wochen, sondern dass wir alljährlich uns hinsetzen und überlegen, worüber werden wir sprechen und es gibt keine guten Bücher. Und dann sagen wir, na, nehmen wir mal ein altes Buch zur Hilfe, weil die zeitgenössische Produktion so schwach ist. Dabei haben wir ja zur Verfügung nicht nur die deutschsprachige, sondern auch die ausländische. Warum ist die Zeit, als Frisch und Dürrenmatt junge Autoren waren, heute schon eine mythische Epoche. Tote Autoren sind immer eine mythische Epoche. Nein, wir haben die Bedeutung dieser Autoren wohl erkannt, als sie noch lebten.
Das stimmt nur nicht. Wir haben zu Lebzeiten von Graf, von Frisch, von Dürrenmatt, haben wir oft genug geschrieben, wie gut und bedeutend diese Autoren sind. Also ich will nur eins sagen. Ich habe mal eine Antwort gehört. Die geht so in die ähnliche Richtung wie die von Karasek. Nämlich, früher hat ein Mensch in Deutschland eine Schule besucht, ein Abitur gemacht und konnte Deutsch schreiben. Heute machen die Kinder das Abitur und können keine richtigen deutschen Sätze schreiben. Da können sie auch keine Bücher schreiben. Da müssen sie erst mal 5, 6, 7 Jahre Deutsch lernen. Es gibt zwei schöne Sätze über früher. Früher hörte man noch zu, wenn man von früher sprach. Und der andere Satz, früher musste man noch nicht von früher sprechen. Ja, ich glaube, diese kulturpessimistische Ebene könnten wir doch wieder verlassen. Ich würde sagen, man kann der Frau Harms es nicht zum Vorwurf machen, dass sie mit 36 Jahren ihr erstes und wirklich sehr gelungenes Buch veröffentlicht. Überhaupt denn nicht. Sie bringt Lebenswelten ein, die sie wirklich nur dank ihrer Lebenserfahrung einbringen konnte und die ein Autor, der ab 18 hinter seinem Schreibtisch sitzt und nie mit einem Computer zu tun hat, wahrscheinlich gar nicht kennenlernt. Insofern würde ich ihr dankbar sein. Ich bin ihr dankbar, Sie sind ihr dankbar. Ich frage nur. Ich fürchte, wir werden hier in 5 Jahren sitzen und dann wird einer fragen, da gab es doch eine Ingeborg oder Ingrid Harms. Was ist auf der geworden? Ich glaube, heute haben wir sie genug motiviert. Ja, sie wird sich schon und schreit. Wir hoffen, dass eine Frau, die über solche Begabung verfügt, auch mal tatsächlich was tun wird. Jetzt hat sie sich schon das Schild über den Schreibtisch gehängt, ohne Fleiß kein Preis. Sehr gut, jawohl, ist was dran. Also, jetzt wollen wir mal zur ausländischen Literatur übergehen und da wir bei Damen sind, Joyce Carol Oates. Ja, Joyce Carol Oates ist sozusagen das Gegenbeispiel zur Ingeborg Harms. Das ist nämlich eine Frau von geradezu ungeheuerlichem Fleiß. Jedes Jahr kommt doch wirklich ein Buch von ihr heraus, meistens dicke Romane, meistens viel dicker, als man sie gerne lesen würde, mit ihrer Ausnahme, sie lieben ja dicke Romane. Ich? Nein, diese Debatte führen wir heute bitte nicht. Nein, ich meine, die Joyce Carol Oates ist so etwas für mich jedenfalls ein... Er hat wunderbare Gedichte geschrieben. Ich schätze und bewundere nach wie vor den Lyriker Graf, und zwar alle drei Sammlungen, also Vorzüge der Windhühner, Gleisdreieck und Ausgefragt. Aber er ist von diesem Infantilismus nicht losgekommen. Bleiben wir bei dem Buch Unkenrufe. Nach meinem Gefühl, so sehe ich es, sind die beiden Helden, der deutsche Professor aus Bochum und die Dame da, die Alexandra aus Danzig. Beide etwas infantile Geschöpfe. Das sind keine erwachsenen, vernünftigen Menschen. Und die Idee mit diesem Friedhof ist ja eine ganz große Kinderei letztlich. Kindisch ist dieser Rikscha-Fahrer aus Bengalien, der da vorkommt. Das sind alles unreife Menschen. Also und ich habe da ein anderes Wort. Das Kindische, weil es ist leider nicht infantil wie in der Blechtrommel und nicht so moralfrei, sondern für mich hat es eher die Kindlichkeit von vereinsmeiernden Leuten. Es sind flache Figuren, die im Verein dann sagen, so haben wir uns das nicht gewünscht und zur Tagesordnung, wir haben uns nicht zum Präsidenten. Und so kommt auch die Politik vor. Frau Mayhöfer hat ja vor sehr schön diese Stelle entdeckt, das erwähnt, zwei Leute liegen im Bett und sagen, wenn die in Leipzig schreien, wir sind ein Volk, wie können wir dann noch sagen, wir sind ein Fleisch? Eine Stelle von entsetzlicher Peinlichkeit. Ja. Gut, das will ich ja gar nicht verteidigen, aber ich möchte doch einen anderen Gedanken reinbringen. Es ist mir doch wirklich aufgefallen, die Ähnlichkeit zwischen der Anlage dieses Grass-Buches und dem Walser-Roman Die Verteidigung der Kindheit vor einem halben Jahr. Die fand er ja auch nicht gut. Das mag schon sein, aber erstens fand ich's gut und zweitens meine ich, dass die beiden Bücher mehr miteinander gemein haben, als zunächst mal ins Auge springt. Nein. Erstens haben sie beide das gleiche Thema, nämlich der Walser eine Versöhnung oder ein Übergreifen zwischen den beiden deutschen Staaten in der Konstellation der Mutter-Sohn-Beziehung oder sagen wir mal so, eine private Beziehung, eine private Liebesbeziehung versucht, die politische Trennung zu überwinden. Das ist das Thema beim Walser und das gleiche Thema hat der Grass auch
in der Frage polnisch-deutsche Versöhnung über die private Schiene mit Hilfe einer privaten Liebesgeschichte. Frage. Noch eins kommt hinzu. Martin Walser sagte, dass ihm diese Geschichte als Material zugekommen ist, dass ihm zugeschickt wurde, dass er ein vorgefundenes Material verwendet. Und der Günter Grass verwendet es allerdings fiktiv auch als Rahmengeschichte, dass er sagt, es ist ihm dieses Material zugekommen und er ist nur der Referent und Erzähler. Aber so ein Material kommt einem niemand zu. So ein Material kann man leider nur erfinden. Ich will es nicht verteidigen, also aber ich meine, dass das Thema... Dass vom Italiener. Solche Mischungen macht sie auch. Sie versucht manchmal, ihren Ton zu verlassen und den Figuren einen eigenen Ton zu geben. Ja. Ich glaube, dass Frau Mayhöfer sehr richtig etwas gesagt hat, das mir gar nicht so aufgefallen ist, dass in diesen Geschichten immer eine ganz ähnliche Distanz der Autorin zum Gegenstand ist. Nur die Frage ist, ob diese Distanz, das ist sehr richtig, die Beobachtung, mit Sentimentalität viel zu tun hat oder nicht mit einer anderen Kategorie, die keine literarische Kategorie ist. Ich weiß es, aber ich kann nicht auf sie verzichten. Die Oates erzählt immer mit Mitleid. Sie ihr tun die Menschen leid, aber eben weil sie Angst vor der Sentimentalität hat, entsteht diese Distanz, diese Kühle der Betrachtung. Übrigens finde ich, anders als Sie, die Prosastücke in dem Band Rendezvous zum großen Teil eigentlich nicht typische Kurzgeschichten, eher Skizzen, eher Situationsbilder. Manche sind regelrechte Kurzgeschichten, die meisten vielleicht nicht. Nur hier ist eine sehr interessante Sache. Die Oates hat ein Riesenwerk. Ein Riesenwerk, sie hört nicht auf zu publizieren, 3 Bücher jährlich etwa. Natürlich Ihre Idealschriftstellerin. Nein, oh Gott, wenn ich schon von Ihnen so missverstanden werde. Es ist schon ein Unterschied, ob ein Autor 3 Bücher jährlich produziert oder ob ein Autor nach einem ersten Buch 10 Jahre lang schweigt, was auch nicht bedeutet, 10 Jahre kein Buch veröffentlicht, sondern keine Zeile publiziert 10 Jahre lang. Solche Fälle haben wir, kann ich Ihnen aufzählen, aber lassen wir das im Augenblick. Die Oates veröffentlicht 3 ja 4 Bücher jährlich. Das geht den Kritikern auf die Nerven, den Zeitungen, was sollen sie damit immer machen? Man hat die Oates gefragt, um wie das denn zu verstehen. Er hat gesagt, ja, ich kann es nicht ändern. Ich bin der Typ des Schriftstellers, der 20 Geschichten schreiben muss, damit eine wirklich gelingt oder 2. Sie hat nun in diesem Schade ist nur, dass sie die 20 dann auch alle veröffentlicht. Liebe, aber das ist nun einmal so, sie lebt in einem freien Land und da kann man es ihr nicht verbieten. Sehen Sie, Tschechow hat mal einen schönen Satz gesagt, sehr bedenkenswerten Satz. Er hat gesagt, wenn ich eine Geschichte, Kurzgeschichte hatte, nicht verwendet den Begriff, aber es waren ja Kurzgeschichten, geschrieben habe, wenn sie ganz fertig war und ich sie schon in die Druckerei geben wollte, dann habe ich einen Stift genommen und habe den ersten Satz gestrichen und dann habe ich den letzten Satz gestrichen und dann habe ich sie abgegeben. Wenn Sie die Geschichten sehen, fabelhaft. Besser können die gar nicht beginnen. Das hat die Frage polnisch-deutsche Versöhnung über die private Schiene mit Hilfe einer privaten Liebesgeschichte. Frage. Noch eins kommt hinzu. Martin Walser sagte, dass ihm diese Geschichte als Material zugekommen ist, dass ihm zugeschickt wurde, dass er ein vorgefundenes Material verwendet. Und der Günter Grass verwendet es allerdings fiktiv auch als Rahmengeschichte, dass er sagt, es ist ihm dieses Material zugekommen und er ist nur der Referent und Erzähler. Aber so ein Material kommt einem niemand zu. So ein Material kann man leider nur erfinden. Ich will es nicht verteidigen, also aber ich meine, dass das Thema für einen Schriftsteller absolut legitim ist, zu sagen, dass man die versucht, die politischen Veränderungen in die private Ebene reinzunehmen und hier zu spiegeln. Dass es missglücken kann, wie in den von Ihnen gebrachten Zitat, will ich nicht leugnen. Aber dass die Methode legitim ist, das würde ich doch mal meinen. Es gibt keine Methode,
die in der Literatur nicht legitim wäre, wenn sie glückt. Ja. Und es gibt keine Methode, die zu rechtfertigen ist, wenn sie ein so schwaches Buch hervorbringt. Ja. Es kommt noch ein, das ist schon richtig. Es kommt nur noch eins hinzu, weil Sie sagen infantil. Der Held des Martin Walser, wie schon der Titel sagt, ist ein absolut infantiler Mensch. Und da haben wir es ihm nicht zum Vorwurf gemacht. Herr Reich-Ranicki hat die Infantilität bei Grass als große Qualität gelobt. Das ist die Erfindung der Blechtrommel, ist ihre amoralische Infantilität. Der Roman ist ja merkwürdigerweise im zweiten Teil, wo er die politische Wirklichkeit Westdeutschland spiegeln will in der Blechtrommel, ist viel ihm das schwächer. Auch schon viel schwächer gelungen als im ersten Danzig-Teil. Also offensichtlich funktioniert dieses Instrument für die Gegenwart nicht so gut. Ja, ich verstehe die Logik nicht. Sie sagen, infantil mag es ja sein, alles bei Grass, aber es war schon bei Walser infantil. Stimmt, na und? Bei Walser war es schlecht und bei Grass auf andere Weise. Bei Walser war es nicht schlecht. Das hilft gar nicht weiter. Sehen Sie, ich werde warum von einer darf man Sache, keinen unreifen Helden haben? Alles darf man. Einen Idioten in den Mittelpunkt eines Romans, aber sehr schwer zu machen, einen Dummkopf in den Mittelpunkt eines intelligenten Romans stellen, darf man auch, wenn man es kann. Hat ja Karasek sehr richtig gesagt. Aber wenn man einen Professor als solchen Dummkopf darstellt, wie in diesem Buch, das ist auch sehr schwer. Ja, aber es mich interessieren auch in Professor Unrat kam ein etwas dümmlicher Professor vor. Eine tragische, liebende Figur. Lieber lassen wir mal Heinrich Mann, Professor Unrat. Nein, ich meine nur, dass die satirische und... Ich glaube, das Problem ist ja auch nicht, ob Dummkopf oder nicht, darüber könnten wir natürlich auch streiten, aber diese Figuren sind einfach völlig leblos. Es sind reine Karikaturen und ich finde, damit kommt eben auch das Problem rein, was will uns... eigentlich für ein Nebenwerk halte, wenn auch er möglicherweise es selber nicht so sieht. Für dieses kleine und nicht sonderlich bedeutende Werk in einer Weise geprügelt worden, dass man denkt, es sei sein Hauptövre und es müsste nun der Autor von seinem Sockel heruntergestoßen werden, sein ganzes Lebenswerk müsste im Nachhinein revidiert werden. Dass er angesichts einer solchen Behandlung dann auch sich vielleicht genötigt sieht, sich ins eigener Sache zu verteidigen, was nicht das Eleganteste ist, kann ich aber einsehen. Ja, aber lieber, bevor Frau Mayhöfer hierzu etwas sagt, stimmt nicht ganz, was Sie gesagt haben. Es hat der Spiegel zwei Kritiken über das Buch gebracht. Eine von Polen Andrzej Szczepiorski, die sehr positiv war. Es hat die FAZ das Buch scharf verrissen, die Zeit das Buch nachdrücklich gelobt. Also es ist nicht so, dass es nicht einseitig ist. Ich muss mich ganz kurz einmischen, auch in einem Clan. Der Steidl hat in einer Hamburger Veranstaltung zwei sehr widersprüchliche Sätze gesagt. Er hat erstens mal gesagt, 98% der Kritiken sind positiv, erster Satz. Zweiter Satz, das Buch fällt einer Literaturmafia zum Opfer. Nein. Einer der beiden Sätze, die Literaturmafia sind übrigens wir beiden, wir wollen das ruhig zu erkennen geben. Also wir wollen hier nicht über die Verlautbarung von Herrn Stein. Nein, ich sage nur mit dieser Umschwörung, es gibt also wirklich sehr viel positive Kritiken für das Buch und sehr viel selbstverständlich. Also es ist gar nicht so einseitig behandelt worden. Dennoch wusste der Grass, was er tut, wenn er so verteidigt hat. Wie sehen wir? Ja, ich sehe das ähnlich, wobei ich denke, ich traue mich ja schon fast gar nicht mehr, was dazu zu sagen. Ich bin ja dann sofort Ihr Sekundant oder sowas in dem Falle. Aber ich denke, es war der Grass, der es ja auch sofort ins Spiel gebracht hat, dass er nicht als Literat angegriffen ist, sondern als Politiker angegriffen ist. Und er hat es nicht nur durch seine Reden ins Spiel gebracht, er bringt es auch in dem Buch selber, thematisiert es er es ja. Weil in dem Buch ist es ja so geschrieben, dass ihm die Politik immer wieder in die Quere kommt, dass die Vereinigung immer eine Rolle spielt, sogar in dem fleischlichen Akt ist dann davon die Rede. Ja. Nun, ich glaube, zunächst hat der Graf eine sehr wichtige Sache gesagt. Falsch, aber wichtig. Er sagt, die Kritiken seien an dem Buch vorbei, auf ihn hin gezielt. Das ist überhaupt nicht wahr. Alle Kritiker, die intelligenter oder weniger intelligent geschrieben haben, haben sich mit dem Buch beschäftigt und haben nicht neben dem Buch auf den Graf gezielt. Dass immer nicht nur ein Buch allein gemeint ist, sondern das Buch als Symptom, als Signal und Symptom eines Lebenswerks verstanden wird, das ist das Übliche, da kann sich Graf nicht beschweren. Was mir hier aber besonders auffällt, ist, dass
ein Autor ja verschiedene Möglichkeiten hat, auf die Kritik zu reagieren. Ich habe gestern in einem Interview eine Viertelstunde lang einen Verriss, den ich seit mehreren Jahren geschrieben habe. Ich schreibe so gut wie überhaupt keine Verrisse. Nur bei einem Autor von diesem Rang würde Schweigen kneifen bedeuten. Da habe ich für meine Pflicht doch gehalten, zu sagen, was ich von dem Buch halte. Nur man, naja. Man muss zu Grass, Entschuldigung, noch eins anführen, dass er jetzt eine politische Verschwörung am Werk sieht. Es, kein Mensch der Welt will, hat es gern, wenn er, sagen wir mal, aus einem Betrieb rausfliegt, wenn er seine Frau verliert, dass er sagt, ich war hässlich zu ihr. Er wird sagen, es hat politische Gründe, wir haben verschiedene politische Meinungen. Und das ist sein gutes Recht, das zu sagen. Ja. Ich würde aber nur sagen, man soll es nicht so schrecklich ernst nehmen, denn was Grass politisch vertritt, ist ja so entsetzlich radikal nicht, dass da alle Welt immer steht und sagt, was hat er wieder Ungewöhnliches gesagt? Jetzt beim PEN-Club hat er die Kurden verteidigt in der Türkei. Ein sehr rühmenswertes Unternehmen, und niemand wird deshalb eine Prosa-Novelle von oder eine Erzählung von ihm schlechter oder besser finden. Naja, aber Grass sollte auch verstehen, dass er mit diesen Beschimpfungen der ganzen Kritik, der einzelnen Kritiker und verschiedener Institutionen unseres literarischen Lebens, kann er tun, was er will. Er hat das Recht, das alles täglich zu wiederholen. Nur, sein Buch wird dadurch nicht anders. Sein Buch bleibt, was es war. Und ich glaube nicht, dass wir über dieses Buch in Zukunft noch werden diskutieren müssen. Aber jetzt ist Zeit, zu anderen Themen überzugehen. Da gibt es neuerdings eine junge, ganz neue Autorin. Eine junge deutsche Autorin, das heißt nicht wie in früheren Zeiten, 20, 25, die ist schon 36 Jahre alt, aber das ist ja heute so üblich, man debütiert in einem anderen Alter als früher. Wir werden darauf zurückkommen. Ich meine Ingeborg Harms. Ja. Und sie lehrt in Boston, ergänzt sich noch, weil das auch eine Menge mit ihrem Buch zu tun hat. Es heißt Hard Drive. Es spielt in einer mittlerweile doch etwas altertümlich sogenannten der neuen Welt. Gemeint ist die neue Welt der Medien, der Computer. Und es ist ein für mich ganz erstaunliches Debüt. Das liegt einmal daran, dass sie dieses Thema, über das ja sonst eigentlich immer nur lamentiert wird, dass sie dies in einer hochamüsanten Weise aufgreift, dass sie eine Liebesgeschichte in der ersten Titelgeschichte erzählt, die mit einer realen Person zu tun hat, aber auch sehr viel mit einem Computer zu tun hat, dass sie dies vor allem zum Anlass nimmt, über die Sprache nachzudenken, dies umzusetzen, den Veränderungen nachspürt in ihrer eigenen Sprache, die die Computersprache hat. Es gibt wunderbare Metaphern in diesem Buch, die einfach auch aus einer Mischung entstehen zwischen ihrer alten Sprache, was sie den Dialekt nennt, und dem Umgang mit dem Toren. Die Qualität ist die vorrangige Kategorie, würde ich sagen. Qualität ist und wenn die Nein. Wenn die Qualität es notwendig macht, dass einer 3 oder 4 Jahre in einem Buch sitzt und das Buch löst es dann tatsächlich ein, ist mir das wirklich 1000-mal lieber als einer, der wirklich zu jeder Buchmesse mit einem Büchel da ist. Aber das muss nicht sein. Eine Banalität und Trivialität. Ich will doch nicht den Autor, der jedes Jahr ein Buch hat. Also ich gebe Beispiele. Da gab es eine Autorin, die lebt in Berlin, Karin Reschke, hat vor 6, 7 oder 8 Jahren ein Buch über Kleist und Henriette Vogel, eine Erzählung, ein episches Buch geschrieben. Hochinteressant. Preisgekrönt worden. Was ist seitdem von ihr gekommen? Nichts ist von ihr vielleicht gekommen. Vielleicht kommt in 20 Jahren ein sechsbändiger, wunderbarer, vielleicht großer Roman. Die Wahrscheinlichkeit spricht eher dafür, dass nichts kommt. Das gibt's nicht, diese jahrzehntelangen Pausen. Nein, ich finde das bedauerlich, und ich weiß, Sie sagen, die Bildungswege sind anders. Na, seit wann ist die literarische Arbeit eines Autors vom offiziellen Bildungsweg hier, abhängig? In diesem speziellen Fall die erste Erzählung. Mehr aber lieber, kommt doch noch eines hinzu. Die meisten Autoren können von ihrer Arbeit nicht leben. Man kann doch nicht die Ökonomie derartig außer Acht lassen, wie Sie das hier tun. Die Frau Harms, bin ich ganz überzeugt, braucht einfach auch einen Job. Die muss arbeiten. Und ihr Geld verdient sie an der Universität. Und früher haben die jungen Autoren alle Geld gehabt. Nein, sie haben am Wochenende geschrieben, wir haben am Abend geschrieben und haben etwas produziert. Und heute lassen sie uns alle im Stich. Ich weiß, Sie sind einfach darüber sauer,
dass wir so wenig gute Bücher alle 4 Wochen bekommen. Nicht alle 4 Wochen, sondern dass wir alljährlich uns hinsetzen und überlegen, worüber werden wir sprechen, und es gibt keine guten Bücher. Und dann sagen wir, na, nehmen wir mal ein altes Buch zur Hilfe, weil die zeitgenössische Produktion so schwach ist. Dabei haben wir ja zur Verfügung nicht nur die deutschsprachige, sondern auch die ausländische. Warum ist die Zeit, als Frisch und Dürrenmatt junge Autoren waren, heute schon eine mythische Epoche? Tote Autoren sind immer eine mythische Epoche. Nein, wir haben die Bedeutung dieser Autoren wohl erkannt, als sie noch lebten. Das stimmt nun nicht. Wir haben zu Lebzeiten von Frisch, von Dürrenmatt, haben wir oft genug geschrieben, wie gut und bedeutend diese Autoren sind. Also ich will nur eins sagen. Ich habe mal eine Antwort gehört. Die geht so in eine ähnliche Richtung wie die von Karasek. Nämlich, früher hat ein Mensch in Deutschland eine Schule besucht, ein Abitur gemacht und konnte Deutsch schreiben. Heute machen die Kinder das Abitur und können keine richtigen deutschen Sätze schreiben. Da können sie auch keine Bücher schreiben. Da müssen sie erst mal 5, 6, 7 Jahre Deutsch lernen. Es gibt zwei schöne Sätze über früher. Früher hörte man noch zu, wenn man... Bereit. Ich finde das... Und Verrisse immer bei Ihnen. Nein, nein. Vor allem, wenn der Verriss dreimal so lang ist wie das... Herr Karasek, das Buch von Graf ist der erste Verriss, den ich seit mehreren Jahren geschrieben habe. Ich schreibe so gut wie überhaupt keine Verrisse. Nur bei einem Autor von diesem Rang würde Schweigen kneifen bedeuten. Da habe ich für meine Pflicht doch gehalten, zu sagen, was ich von dem Buch halte. Nur man muss zu Grass, Entschuldigung, noch eins anführen, dass er jetzt eine politische Verschwörung am Werk sieht. Es kein Mensch der Welt hat es gern, wenn er, sagen wir mal, aus einem Betrieb rausfliegt, wenn er seine Frau verliert, dass er sagt, ich war hässlich zu ihr. Er wird sagen, es hat politische Gründe, wir haben verschiedene politische Meinungen. Und das ist sein gutes Recht, das zu sagen. Ja. Ich würde aber nur sagen, man soll es nicht so schrecklich ernst nehmen, denn was Grass politisch vertritt, ist ja so entsetzlich radikal nicht, dass da alle Welt immer steht und sagt, was hat er wieder Ungewöhnliches gesagt? Jetzt beim PEN-Club hat er die Kurden verteidigt in der Türkei. Ja. Ein sehr rühmenswertes Unternehmen, und niemand wird deshalb eine Prosa-Novelle von oder eine Erzählung von ihm schlechter oder besser finden. Naja, aber Graf sollte auch verstehen, dass er mit diesen Beschimpfungen der ganzen Kritik, der einzelnen Kritiker und verschiedener Institutionen unseres literarischen Lebens, kann er tun, was er will. Er hat das Recht, das alles täglich zu wiederholen. Nur, sein Buch wird dadurch nicht anders. Sein Buch bleibt, was es war. Und ich glaube nicht, dass wir über dieses Buch in Zukunft noch werden diskutieren müssen. Aber jetzt ist Zeit, zu anderen Themen überzugehen. Da gibt es neuerdings eine junge, ganz neue Autorin. Eine junge deutsche Autorin, das heißt nicht wie in früheren Zeiten, 20, 25, die ist schon 36 Jahre alt, aber das ist ja heute so üblich, man debütiert in einem anderen Alter als früher. Wir werden darauf zurückkommen. Ich meine Ingeborg Harms. Ja. Und sie lehrt in Boston, ergänzt sich noch, weil das auch eine Menge mit ihrem Buch zu tun hat. Es heißt Hard Drive. Es spielt in einer mittlerweile doch etwas altertümlich sogenannten der neuen Welt. Gemeint ist die neue Welt der Medien, der Computer. Und es ist ein für mich ganz erstaunliches Debüt. Das liegt einmal daran, dass sie dieses Thema, über das ja sonst eigentlich immer nur lamentiert wird, dass sie dies in einer hochamüsanten Weise aufgreift, dass sie eine Liebesgeschichte in der ersten Titelgeschichte erzählt, die mit einer realen Person zu tun hat, aber auch sehr viel mit einem Computer zu tun hat, dass sie dies vor allem zum Anlass nimmt, über die Sprache nachzudenken, dies umzusetzen, den Veränderungen nachspürt in ihrer eigenen Sprache. Gezeigt wird nicht, was sich dort abgespielt hat. Damit kann Graf nicht viel bei uns gewinnen. Nun aber das Entscheidende. Ich glaube, Graf hat etwas Ungewöhnliches mit seinem Lebenswerk geleistet.
Er hat aus dem Infantilismus eine unerhört wichtige literarische Kategorie geschaffen. Er hat das Dritte Reich aus der Sicht des Zwergs, des Oskar Mazzerat, der völlig amoralisch die Welt sieht, der keine moralischen Skrupel kennt, hat er etwas sehr Wichtiges damit getan. Er hat dann Katz und Maus, ein Buch über pubertierende Knaben und Mädchen geschrieben, über halbwüchsige, hochbedeutende Erzählung. Er hat wunderbare Gedichte geschrieben. Ich schätze und bewundere nach wie vor den Lyriker Grass, und zwar alle drei Sammlungen, also Vorzüge der Windhühner, Gleisdreieck und Ausgefragt. Aber er ist von diesem Infantilismus nicht losgekommen. Bleiben wir bei dem Buch Unkenrufe. Nach meinem Gefühl, so sehe ich's, sind die beiden Helden, der deutsche Professor aus Bochum und die Dame da, die Alexandra aus Danzig, beide etwas infantile Geschöpfe. Das sind keine erwachsenen, vernünftigen Menschen. Und die Idee mit diesem Friedhof ist ja eine ganz große Kinderei letztlich. Kindisch ist dieser Rikscha-Fahrer aus Bengalien, der da vorkommt. Das sind alles unreife Menschen. Also, und ich habe da ein anderes Wort. Das Kindische, weil es ist leider nicht infantil wie in der Blechtrommel und nicht so moralfrei, sondern für mich hat es eher die Kindlichkeit von vereinsmeiernden Leuten. Es sind flache Figuren, die im Verein dann sagen, so haben wir uns das nicht gewünscht und zur Tagesordnung, ja. Wir haben uns nicht zum Präsidenten. Und so kommt auch die Politik vor. Frau Mayhöfer hat ja vor sehr schön diese Stelle entdeckt, das erwähnt. Zwei Leute liegen im Bett und sagen, wenn die in Leipzig schreien, wir sind ein Volk, wie können wir dann noch sagen, wir sind ein Fleisch? Eine Stelle von entsetzlicher Peinlichkeit. Ja. Gut, das will ich ja gar nicht verteidigen, aber ich möchte doch einen anderen Gedanken reinbringen. Es ist mir doch wirklich aufgefallen, die Ähnlichkeit zwischen der Anlage dieses Grassbuches und dem Walser-Roman Die Verteidigung der Kindheit vor einem halben Jahr. Die fand er ja auch nicht gut. Das mag schon sein, aber erstens fand ich's gut und zweitens meine ich, dass die beiden Bücher mehr miteinander gemein haben, als zunächst mal ins Auge springt. Nein. Erstens haben sie beide das gleiche Thema, nämlich der Walser eine Versöhnung oder ein Übergreifen zwischen den beiden deutschen Staaten in der Konstellation der Mutter-Sohn-Beziehung oder sagen wir mal so, eine private Beziehung, eine private Liebesbeziehung versucht, die politische Trennung zu überwinden. Das ist das Thema beim Walser und das gleiche Thema hat er. Beide etwas infantile Geschöpfe. Das sind keine erwachsenen, vernünftigen Menschen. Und die Idee mit diesem Friedhof ist ja eine ganz große Kinderei letztlich. Kindisch ist dieser Rikscha-Fahrer aus Bengalien, der da vorkommt. Das sind alles unreife Menschen. Also, und ich habe da ein anderes Wort. Das Kindische, weil es ist leider nicht infantil wie in der Blechtrommel und nicht so moralfrei, sondern für mich hat es eher die Kindlichkeit von vereinsmeiernden Leuten. Es sind flache Figuren, die im Verein dann sagen, so haben wir uns das nicht gewünscht und zur Tagesordnung, ja. Wir haben uns nicht zum Präsidenten. Und so kommt auch die Politik vor. Frau Mayhöfer hat ja vor sehr schön diese Stelle entdeckt, das erwähnt. Zwei Leute liegen im Bett und sagen, wenn die in Leipzig schreien, wir sind ein Volk, wie können wir dann noch sagen, wir sind ein Fleisch? Eine Stelle von entsetzlicher Peinlichkeit. Ja. Gut, das will ich ja gar nicht verteidigen, aber ich möchte doch einen anderen Gedanken reinbringen. Es ist mir doch wirklich aufgefallen, die Ähnlichkeit zwischen der Anlage dieses Grassbuches und dem Walser-Roman Die Verteidigung der Kindheit vor einem halben Jahr. Die fand er ja auch nicht gut. Das mag schon sein, aber erstens fand ich's gut und zweitens meine ich, dass die beiden Bücher mehr miteinander gemein haben, als zunächst mal ins Auge springt. Nein. Erstens haben sie beide das gleiche Thema, nämlich der Walser eine Versöhnung oder ein Übergreifen zwischen den beiden deutschen Staaten in der Konstellation der Mutter-Sohn-Beziehung oder sagen wir mal so, eine private Beziehung, eine private Liebesbeziehung versucht, die politische Trennung zu überwinden. Das ist das Thema beim Walser und das gleiche Thema hat der Grass auch in der Frage polnisch-deutsche Versöhnung über die private Schiene mit Hilfe einer privaten Liebesgeschichte. Frage. Noch eins kommt hinzu, Martin Walser sagte, dass ihm diese Geschichte als Material zugekommen ist, dass ihm zugeschickt wurde, dass er ein vorgefundenes
geschriebenes Material verwendet. Und der Günter Grass verwendet es allerdings fiktiv auch als Rahmengeschichte, dass er sagt, es ist ihm dieses Material zugekommen und er ist nur der Referent und Erzähler. Aber so ein Material kommt einem niemand zu, so ein Material kann man leider nur erfinden. Ich will es nicht verteidigen, also aber ich meine, dass das Thema, dass das Thema für einen Schriftsteller absolut legitim ist, zu sagen, dass man die versucht, die politischen Veränderungen in die private Ebene reinzunehmen und hier zu spiegeln. Dass es missglücken kann, wie in den von Ihnen gebrachten Zitat, will ich nicht leugnen. Aber dass die Methode legitim ist, das würde ich doch habe mal nichts gegen, meinen. Ich habe, es gibt keine Methode, die in der Literatur nicht legitim wäre, wenn sie glückt. Ja. Und es gibt keine Methode, die zu rechtfertigen ist, wenn sie ein so schwaches Buch hervorruft. Ja. Es kommt so noch einfach ist Leuten. Es sind flache Figuren, die im Verein dann sagen, so haben wir uns das nicht gewünscht und zur Tagesordnung, wir haben uns nicht zum Präsidenten. Und so kommt auch die Politik vor. Frau Mayhöfer hat ja vor sehr schön diese Stelle entdeckt, das erwähnt, zwei Leute liegen im Bett und sagen, wenn die in Leipzig schreien, wir sind ein Volk, wie können wir dann noch sagen, wir sind ein Fleisch? Eine Stelle von entsetzlicher Peinlichkeit. Ja. Gut, das will ich ja gar nicht verteidigen, aber ich möchte doch einen anderen Gedanken reinbringen. Es ist mir doch wirklich aufgefallen, die Ähnlichkeit zwischen der Anlage dieses Grass-Buches und dem Walser-Roman Die Verteidigung der Kindheit vor einem halben Jahr. Die fand er ja auch nicht gut. Das mag schon sein, aber erstens fand ich's gut und zweitens meine ich, dass die beiden Bücher mehr miteinander gemein haben, als zunächst mal ins Auge springt. Nein. Erstens haben sie beide das gleiche Thema, nämlich der Walser, eine Versöhnung oder ein Übergreifen zwischen den beiden deutschen Staaten in der Konstellation der Mutter-Sohn-Beziehung oder sagen wir mal so, eine private Beziehung, eine private Liebesbeziehung versucht, die politische Trennung zu überwinden. Das ist das Thema beim Walser und das gleiche Thema hat der Grass auch in der Frage polnisch-deutsche Versöhnung über die private Schiene mit Hilfe einer privaten Liebesgeschichte. Frage. Noch eins kommt hinzu, der Martin Walser sagte, dass ihm diese Geschichte als Material zugekommen ist, dass ihm zugeschickt wurde, dass er ein vorgefundenes Material verwendet und der Günter Grass verwendet es allerdings fiktiv auch als Rahmengeschichte, dass er sagt, es ist ihm dieses Material zugekommen und er ist nur der Referent und Erzähler. Aber so ein Material kommt einem niemand zu. So ein Material kann man leider nur erfinden. Ich will es nicht verteidigen, also aber ich meine, dass das Thema, dass das Thema für einen Schriftsteller absolut legitim ist, zu sagen, dass man die versucht, die politischen Veränderungen in die private Ebene reinzunehmen und hier zu spiegeln. Dass es missglücken kann, wie in den von Ihnen gebrachten Zitat, will ich nicht leugnen. Aber dass die Methode legitim ist, das würde ich doch habe mal nichts gegen, meinen. Ich habe, es gibt keine Methode, die in der Literatur nicht legitim wäre, wenn sie glückt. Ja. Und es gibt keine Methode, die zu rechtfertigen ist, wenn sie ein so schwaches Buch hervorruft. Ja. Es kommt so noch ein, das ist schon richtig. Es kommt nur noch eins hinzu, weil Sie sagen infantil. Der Held des Martin Walser, wie schon der Titel sagt, ist ein absolut infantiler Mensch. Und da haben wir es ihm nicht zum Vorwurf gemacht. Doch. Reich-Ranitzky hat die Infantilität bei Grass als große Qualität gelobt. Das ist die Erfindung der Blechtrommel ist ihre amoralische Infantilität. Der Roman ist ja merkwürdigerweise im zweiten Teil, wo er die politische Wirklichkeit Westdeutschland spiegeln will in der Blechtrommel, ist viel ihm schwächer. Das auch schon viel schwächer gelungen als im ersten. Das literarische Quartett kommt heute aus Bonn. Es nimmt teil, wie üblich, mein alter Kampfgefährte und Freund Helmut Karasek, der Spiegel, Hamburg, meine allerliebste Freundin Sigrid Löffler, Profil, Wien. Marcel Reich-Ranitzky von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ja, und unser Gast ist Annette Mayhöfer. Frau Mayhöfer ist promovierte Germanistin. Ihre Doktorarbeit war über das Drama, das deutsche Drama der Jahrhundertwende. Dann hat sie bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gearbeitet. Und nun ist sie seit 3 Jahren schon im Spiegel Literaturredakteurin und Autorin vieler Literaturkritiken. Tja, womit fangen wir an?
Doch wohl mit dem Buch des Jahres. Denn es gibt seit vielen Jahren kein deutsches Buch, über das so viel, so erregt, so temperamentvoll diskutiert wurde und das so temperamentvoll vom Autor bei jeder Gelegenheit verteidigt wurde, wie die Erzählung Unkenrufe von Günter Grass. Die Erzählung eines großen deutschen Dichters. Das meine ich ernst und durchaus nicht ironisch. Also, was wäre zu dieser Erzählung zu sagen? Es ist nach einer langen Pause wieder eine Fiktionsarbeit von Grass, eine Erzählung, wie gesagt, und es ist eine Erzählung, die auf neue politische Entwicklungen in Europa sehr schnell und sehr aktuell reagiert, nämlich auf die Befreiung Osteuropas, auf die Auflösung der Blöcke. Und sie handelt von einer Liebesgeschichte zwischen einem westdeutschen Professor und einer polnischen Restauratorin. Die beiden lernen sich kennen in Danzig. Es spielt in Danzig, dem alten Schauplatz von Günter Grass, und fassen dort eine Idee der Versöhnung. Sie sagen nämlich, sollten nicht wenigstens die Toten in ihre Heimat heimkehren können, nämlich die deutschen Toten nach Polen und die polnischen Toten aus Litauen, die polnischen Toten nach Litauen. Die erste Hälfte der Idee geht auf, die Deutschen können als Tote heimkehren, aber ach, daraus wird natürlich eine furchtbar geschäftstüchtige deutsche Angelegenheit. Die Friedhofgeschichte wird zu einem großen Geschäft mit Golfplätzen am Ende. Die beiden Alten, die sich lieben, verabschieden sich von der Idee und verunglücken am Ende. Medien. Theater, Medien, Golfkrieg, die ist wohl etwas konstruiert. Kulturbetrieb. Und die dritte ist eine bildende Kunst, Kommerz. Über einen Künstler, der Geschichte, mal in war und out ist und die Geliebte beim Out wieder. Aber die erste Geschichte, die wirklich in der Tat eine Mediengeschichte, eine Computergeschichte ist, und da finde ich, also da würde ich Ihnen vollkommen recht geben, das Spannende daran ist doch tatsächlich, dass endlich hier mal versucht wird, aus der Computerwelt auch die Metaphorik zu nehmen und die Sprache in dieser Weise zu modernisieren und auch die Metaphern, die Gleichnisse zu modernisieren und nicht immer zurückzugreifen auf die vorindustrielle Welt mit den altmodischen Metaphern zu arbeiten, sondern wirklich mal diese Welt, die doch wirklich auch unser aller täglicher Umgang ist, auch in die Sprache, in die literarische Sprache einzuführen. Und ich denke, das ist die Leistung der Vorhabens. Ja, wunderbar, weil es eine ganz altmodische Liebesgeschichte in Wahrheit ist, eine Dreiecksgeschichte, und dieser Computer-Oberaufseher, in den sie sich verliebt hat, der am Schluss an ihr vorbeifährt mit dem Fahrrad, der sich immer in ihre Geschichten reinmischt als Autorität, die korrigiert. Ich beherrsche diese Sprache leider nicht, aber sie ist wunderbar umgesetzt. Aber Frau Löffler, ich möchte die zweite Geschichte sehr entschieden verteidigen. Das ist die Theatergeschichte. Das ist die Theatergeschichte, weil sie eine politische Geschichte ist und sehr gewitzt ist. Sie zeigt nämlich, wie der Golfkrieg sozusagen gleich als Theaterware, als Fernsehinformation von den Leuten verarbeitet und wie das sich in den Alltag eingemischt hat. Es ist auch eine schöne Geschichte, wie die Medien in unser Bewusstsein reinwirken. Du sagst, gehst jetzt von Bildschirm raus, wir haben jetzt gerade eine Übertragung von einem wunderbaren Raketenstart in und so weiter. Also mein Einwand war nur, dass es ein totales Konstrukt ist, das mich als solches nicht überzeugt. Und zwar aus dem Grunde. Gezeigt werden soll doch augenscheinlich, dass die Theaterintendanten unter dem Eindruck des Golfkriegs und der Debatte, die daraus entstanden ist, sofort aktuell politisch reagieren wollten. Haben sie damals ungeheuer gemacht. Haben sie gemacht, wir wissen das. Ja. Aber das Stück, das aufgeführt wird, ist der Reigen von Schnitzler. Und da finde ich, ist also eigentlich ein satirisches Moment verschenkt. Da hätte sehr wohl gesucht werden müssen nach ganz anderen Texten. Und ich weiß, wie die Intendanten damals nach Texten gesucht haben, um den Golfkrieg gleich aktuell zu beantworten. Ich fand das ganz schön absurd, wie sie da mit dem Reigen arbeitet. Und zwar deshalb, weil dann wollen Schauspieler unter dieser Situation nicht mehr auftreten. Dann müssen zwei umbesetzt werden, zwei Schauspielerinnen, weil man unter diesen Verhältnissen kann man das so nicht spielen. Das fand ich also ganz lustig. Natürlich, ich gebe Ihnen gern zu, die erste Geschichte hat eine viel frappierendere Geschlossenheit. Die ist wirklich. Herr Karasek, eine Frage. Sie haben recht, die erste Geschichte ist
doch wohl die Beste, die Stärkste, die anderen sind auch. Bemerkt, dass ihre Eltern ein eigenes Leben führen. Nicht länger ist die Tochter die Sinnerfüllung des Lebens der Eltern, sondern die Eltern haben ein eigenes Leben danach. Die sind wieder jung geworden, die schminken sich auf jung. Die haben ein eigenes Leben. Und vor allem ist die Tochter ihnen eigentlich fremd geworden. Und die Tochter merkt eigentlich auch, dass die Eltern selber leben können, ohne auch noch an die Tochter zu denken. Das ist ein ungeheurer Schock für den Narzissmus, für die Eigenliebe, für den Egoismus der Tochter. Und ich finde, diesen Riss einmal aufzuzeigen, das finde ich übrigens auch gar nicht sentimental. Aber daran haben Sie wahrscheinlich auch nicht gedacht. Da haben wir uns vielleicht auch nicht ganz verstanden. Ich meine mit der Sentimentalität, Sie sagten, es sind die Figuren, die sentimental sind. Gut. Ich finde auch, es gibt neben dieser Geschichte, die Sie zitieren, ganz wunderbare Geschichten in diesem Buch, wo es eben genau diesen Moment gibt, wo ein Riss sich durch das Leben zieht, sich danach etwas verändert oder was noch schlimmer ist, es verändert sich gar nichts, was ja für all diese Figuren noch schlimmer ist. Was mich an der Autorin stört, ist, sie behandelt all diese Themen, Tod, Krankheit, Liebe, Risse durch die Existenz, Qual. Sie behandelt sie alle mit der gleichen analytischen Brillanz, mit der gleichen Sinnlichkeit und dadurch werden mir alle Themen irgendwann eins. Ich möchte sie mal empörter, wütender, engagierter vielleicht auch erleben, ohne dieses Ich verstehe alles. Aber es gibt Wechsel im Ton. Es gibt schon Wechsel. Es gibt diese Party, eine Geschichte, wo eine Frau stirbt und die anderen dauernd geschildert werden, wie sie bei einer Party darüber reden, aber auch in ein Geschwätz, der Professor ist nicht zu dem Abend gekommen und da gab es nur Plätzchen und die Häppchen waren vom Italiener. Solche Mischungen macht sie auch. Sie versucht manchmal, ihren Ton zu verlassen und den Figuren einen eigenen Ton zu geben. Ja. Ich glaube, dass Frau Mayhöfer sehr richtig etwas gesagt hat, das mir gar nicht so aufgefallen ist, dass in diesen Geschichten immer eine ganz ähnliche Distanz der Autorin zum Gegenstand ist. Nur die Frage ist, ob diese Distanz, das ist sehr richtig, die Beobachtung, mit Sentimentalität viel zu tun hat oder nicht mit einer anderen Kategorie, die keine literarische Kategorie ist. Ich weiß es, aber ich kann nicht auf sie verzichten. Die Oates erzählt immer mit Mitleid. Ihr tun die Menschen leid, aber eben weil sie Angst vor der Sentimentalität hat, entsteht diese Distanz, diese Kühle der Betrachtung. Übrigens finde ich, anders als Sie, die Prosastücke in dem Band Rendezvous zum großen Teil eigentlich nicht typische Kurzgeschichten, eher Skizzen, eher Situationsbilder. Manche sind regelrechte Kurzgeschichten, die meisten vielleicht nicht. Nur hier ist eine sehr interessante Sache. Die Oates hat ein Riesen. Ein Literaturwissenschaftler, ein Professor, sich sozusagen mit heiligem Ernst, aber auch mit schönem Spott, selbst aufs Kreuz legt und denunziert. Er bleibt am Schluss auf der Strecke. Er ist eigentlich derjenige, der von Literatur keine Ahnung hat. Also ein Buch, das wir nicht auf die Fahne des literarischen Quartetts schreiben sollten. Ja, Frau Mayhöfer, hat es Sie amüsiert? Weniger. Ich glaube, ich habe zwei Kapitel ganz amüsiert gelesen. Dann war es aber für mich eigentlich eher klamottig, wie Karasek über das Theaterstück sagte. Und das liegt, glaube ich, an der Person des Helden für mich, weil der mir eigentlich doch nach den ersten 20 Seiten, es war ja auch gar nicht so zufällig, er hat es geplant, er hat auch die Liebesnacht vorbereitet und nach dieser Liebesnacht ist er mir eigentlich sehr kümmerlich vorgekommen. Nicht nur, weil es dann so humorig zugeht, es soll dann britisch sicher sein, dass er sich zum Frühstück verlorene Eier wünscht, dass er sich des Weiteren dann angewöhnt, seine Autorin nur noch die Großgaut, was wohl die größte Gegenwartsautorin heißt, soll, abzukürzen. Also ich fand, es war so ein etwas abgestandener Humor und es hat mich so an alte Tweetjacken erinnert. Der Mann ist nach der ersten Liebesnacht eigentlich erledigt. Ja, Frau Mayhöfer, das ist im Leben so oft, dass die Frau nach der ersten Nacht etwas weniger interessant sein Männer macht. Auch, oder Herr der Mann. Ja. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler dieses Buches ist. Ich glaube, der Fehler des Buches liegt, da haben Sie schon recht, der liegt wohl darin, dass eigentlich die Rollen dieser beiden Hauptfiguren von Anfang an definiert sind und sich eigentlich nicht mehr ändern. Ja, übrigens, eine interessante Sache. Er sagt,
Das sei doch so riskant. Da kommt eine Frau, die er nie im Leben gesehen hat, um seine Universität auf seine Einladung hin zu besuchen. Und er kennt jede Zeile, die diese Frau... Ja, das ist doch nicht unkomisch. Und dann sagt er, er kennt das ja alles viel besser als sie. Das ist nicht das komisch, das ist nicht ganz normal. Das ist immer so. Ich habe Anna Seghers kennengelernt und mit Anna Seghers geplaudert. Ich war entsetzt. Ich kannte ihre Romane natürlich besser als sie, denn ich habe die Romane... Aber sie haben sie nicht geheiratet. Nein, Gottes Willen, das nicht. Aber ich habe die Romane genau analysiert in den letzten, vorangegangen 2-3 Jahren. Sie hat manchen dieser Romane, hat sie geschrieben vor 20 Jahren, vor 30. Und ich fragte sie, erklären Sie warum der Hans... Und sie guckt mich treuherzig an und sagt, Hans, wer ist denn das in dem Roman? Ja. Das ist eine der Hauptfiguren. Ach, so, wissen Sie, ist so lange her. Das kann man, da kann ja, man ja. sich nicht wundern. Es geht ja hier bei dem Buch dann um den laufenden Roman, den sie gerade schreibt. Aber ich habe das möglichst neutral vorgestellt. Ich bin beim Lesen auch enttäuscht gewesen, wie Frau Löffler und Frau Maihöfer. Ich glaube, dass Frau Maihöfer uns auch mit dem Witz über die verlorenen Eier fast zu viel versprochen hat. Ja.